Seit über einem Jahr haben wir endlich wieder mal über 100 Mitglieder von einer MFG-Veranstaltung. Also Dankeschön einmal dafür. Und es gibt total viel, das uns momentan beschäftigt. Das Krisensicherheitsgesetz, da gibt es einiges am Flyer, beziehungsweise kommt auch im Vortrag kurz vor. Der WHO-Pandemievertrag, da reden wir heute ganz stark drüber. Und die Agenda 2030. Und MFG braucht Mitglieder. Wir haben im letzten Jahr knapp 380 in Salzburg gehabt, also wer Mitgliedschaft verlängern möchte oder Mitglied werden möchte, wir haben die neuen Anträge da. Wer jetzt schon einzahlt, das ist für 2024, gilt das genauso. Wir werden jetzt dann mehrere so Vorträge machen und Mitglieder sind immer preislich im Vorverkauf begünstigt. Ebenfalls treten wir bei den Gemeinderatswahlen in Salzburg an. Momentan sind fixiert Walz-Sitzenheim, die Stadt Salzburg, Obertrum und Lambrechtshausen. Falls noch irgendwelche weiteren Gemeinden dazukommen, informieren wir euch gern, falls ihr selber antreten wollt. Heute die Gelegenheit, dass ihr uns Bescheid gebt. Wir haben da Formulare mit, die könnt ihr schon ausfüllen und dann können wir schon losstarten. Zum Ablauf des heutigen Abends. Es wird ungefähr 3 Stunden dauern. Nicht schrecken, wir haben dazwischen 20 Minuten Pause eingeplant. Ich bitte euch, nachdem wir über 100 Leute sind, bitte keine Zwischenrufe, bitte keine Fragen. Wir haben am Schluss eine Fragerunde eingebaut. Also die Veranstaltung nicht stören. Wir wollen so schnell wie möglich und so zügig wie möglich durchfahren. Und damit gebe ich schon an die Referenten, dass sie heute berichten dürfen. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der MFG, liebe Freunde im Widerstand gegen den Wahnsinn der letzten 3 Jahre. Herzlich willkommen zu dem heutigen Thema WHO. Die 3 Jahre sind möglicherweise nur der Auftakt gewesen von dem, was alles noch kommt. Die WHO, die haben große Pläne und wir wollen uns in den nächsten 2 Stunden ein bisschen damit befassen. Ich glaube, mich selber muss ich jetzt nicht vorstellen. Die meisten werden mich kennen, den Michael Brunner brauche ich, glaube ich, auch nicht vorstellen. Und wer mich wirklich nicht kennt, der darf dann in der Pause kommen, da stelle ich mich persönlich mal vor. Ja, wir schauen, dass die Technik hier funktioniert. Ja. Ich bin eigentlich sehr nah dran, gell? Also wenn, dann müsste man tatsächlich den Lautsprecher irgendwie noch ein bisschen hochdrehen, weiß ich nicht, ob das geht. Schwieriger. Ist so besser? Ja, okay, wunderbar. Ja, die WHO greift nach der Macht, ganz offensichtlich. Die wollen mehr bestimmen, sie wollen über unsere Regierung hinweg Bestimmungen erlassen, die dann verbindlich umgesetzt werden müssen. Das wird auf 2 Schienen betrieben, dieses Spielchen. Einmal durch die Neufassung der sogenannten internationalen Health Regulations, Gesundheitsvorschriften, die seit 2005 schon in der jetzigen Form in Kraft sind. Und dann über einen vollkommen neuen Vertrag, einen sogenannten Pandemievertrag oder Pandemic Treaty CA+. Und das Neue an diesen beiden Vertragswerken ist, dass eine neue Verbindlichkeit geschaffen werden soll. Das heißt, dass die WHO sozusagen hier Vorgaben machen kann, die dann von den Mitgliedstaaten zu befolgen sind. Ja, wie gesagt, es geht um 2 Vertragswerke. Das eine sind die International Health Regulations, die es schon seit Beginn der WHO überhaupt gibt, also seit den 40er Jahren, 47, 48, als die WHO gegründet wurde, in der letzten Fassung von 2005. Um die zu ändern, braucht es nur eine einfache Mehrheit im General Assembly und das soll im Mai 2024 beschlossen werden. Und Michael Brunner wird da noch ausführlich drauf eingehen. Das zweite ist dieses Pandemieabkommen. Das braucht tatsächlich im General Assembly eine Zweidrittelmehrheit. Da sind wir eigentlich noch ganz guter Hoffnung, dass die diese Zweidrittelmehrheit nicht schaffen werden bis Mai 2024. Aber wir müssen natürlich auch hier den Anfängen wehren. Das
Problem ist, wenn das mal in Kraft ist. Das erste tritt automatisch in Kraft, außer es wird von einem Mitgliedstaat abgelehnt. Also es gibt sozusagen ein Rejection, eine Zurückweisungsmöglichkeit. Und das zweite, das Pandemic Treaty, das muss tatsächlich auch noch ratifiziert werden durch die Mitgliedstaaten, wobei Österreich seine Ratifizierung, glaube ich, schon an die EU abgetreten hat. Die Begründung, die die WHO anführt, warum das jetzt alles erforderlich sein soll, ist schon sehr erstaunlich. Die WHO gibt nämlich den bösen Mitgliedstaaten die Schuld, dass die Pandemie so schlimm verlaufen ist. Ja, hätten alle genauer und besser das verfolgt, was die WHO gesagt hatte, wäre diese Pandemie natürlich viel harmloser verlaufen. In recognition of the catastrophic failure of the international community in showing solidarity. Also das Versagen der internationalen Gemeinschaft im Zeigen von Solidarität wird nun als Begründung herangezogen, warum die WHO mehr Befugnisse braucht. Ja, ob das wirklich die Lösung ist, wenn wir alleine schon mal zurückblicken auf die letzten 3 Jahre, in denen wir eigentlich nur einen Zusammenbruch unseres Rechtsstaats beobachten konnten. Und damit übergebe ich mal an den Juristen, der uns ein bisschen Näheres dazu erzählen wird. Auch ich darf Sie aufs Allerherzlichste begrüßen. Ich erfreue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es ist mir eine besondere Ehre, heute hier in Obertrum zu reden, weil ich kenne Obertrum, ich kenne Matze aus meiner Kindheit. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Salzburg, aus Matze, und ich habe als Kind und Jugendlicher, der sogenannte Sommerfrischler aus Wien, jeden Juli und August hier zugebracht. Die WHO, um sie zu verstehen, um das ganze Konzept zu verstehen, müssen wir in der Vergangenheit beginnen. Ich werde meinen Vortrag gliedern in einen Rückblick in die Vergangenheit, der Zusammenbruch des Rechtsstaates ab 2020, dann vorstellen die Person des Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus, dann werde ich einen Einblick geben in die rechtlichen Grundlagen dieses Vertragswerkes und dann in die Sache selbst einsteigen, in die internationalen Gesundheitsvorschriften sowie dann in den Pandemievertrag. Und zum Abschluss gebe ich Ihnen einen Exkurs in die von der WHO und der UNO geplante Frühsexualisierung unserer Kinder. Und abschließend müssen wir uns alle fragen, was können wir tun und vor allem, was müssen wir tun? Weil wir können nicht einfach eine solche Welt unseren Kindern zurücklassen. Das sind wir ihnen schuldig, dass wir ihnen eine Welt zurücklassen, so wie wir sie eines Tages vorgefunden haben, wie wir sie geformt haben und wie sie für uns gestalten wollen. Am 16. März 2020 wurde in Österreich der erste Lockdown ausgerufen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sich dann anschließend alles daran angeschlossen hat. Alles, was einen demokratischen Rechtsstaat ausgezeichnet hatte, alles, was Stand der Wissenschaft war, war von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert. Und jeder, der sich dagegen aussprach, der nicht mit dem Mainstream mitmarschierte, nicht im Gleichklang mit den vielen anderen, der wurde, gelinde gesagt, ausgestoßen, er wurde separiert und er wurde diffamiert. Ärzte wurden von den Universitäten entlassen, wurden verfolgt
von den Disziplinarbehörden der Ärztekammern in Übereinstimmung mit der Regierungsgewalt und mit den gekauften Medien. Alles Unrecht und alle Geschehnisse müssen wir aufarbeiten. Es kann nicht sein und es darf nicht sein, dass man dann einfach so tut, als wäre nichts geschehen. Es ist vieles geschehen. Es wurde unser Rechtsstaat zugrunde gerichtet. Und wir dürfen daher niemals vergessen, was geschehen ist, weil das sind wir uns selbst, unseren Kindern und vor allem auch den Opfern dieser Corona-Diktatur schuldig. Sie war der Beginn von all dem, was jetzt auf uns weiter zukommen soll. Österreich wurde insgesamt von 5 sinnlosen Lockdowns heimgesucht. Damit man seiner Arbeit nachgehen konnte, seine Existenz sichern, Steuern zahlen, war es notwendig, am Arbeitsplatz eine 3G-Regel zu erfüllen. Entweder genesen, getestet oder gespiked bzw. geimpft mit einer experimentellen Substanz. Alte und kranke Menschen wurden kaltblütig von ihren Familien, von ihren Freunden und von ihren Bekannten zwangsisoliert. Die Menschen wurden genötigt, eine ihre Gesundheit abträgliche Maske zu tragen. Vor allem unsere Kinder in den Schulen stundenlang, 8 Stunden am Tag und auch mehr. Die freie Meinung, die einst hochgeschätzt war, als eine Errungenschaft des Rechtsstaates, des Diskurses, wurde verfolgt und war nichts mehr wert. Den Höhepunkt in der Verachtung der Menschenwürde bildete der direkte oder indirekte Zwang, sich einer gefährlichen Covid-19-Injektion zu unterziehen. Und wer das nicht tat, der wurde einfach ausgeschlossen. Wir erinnern uns noch alle an die verschiedenen Aussagen von Politikern und Verantwortungsträgern. Ich denke hier beispielsweise an Frau Meindl-Reisinger, die sagte, Impfgegner sind Volksverräter. Oder den Schauspieler Christopher Waltz, eine Gruppe von asozialen Vollidioten. Oder Frau Bogner-Strauß, ungeimpfte Pflegekräfte sind Todesengel. Oder Gesundheitsminister Rauch, keine Versöhnung mit Corona-Leugnern. Ich erinnere mich an Herrn Striedinger, der sich im ORF meistens im Kampfanzug präsentiert hat. Impfen ist die Hauptwaffe. Es wurde dann ein menschenverachtendes Impfpflichtgesetz beschlossen und den Menschen wurde angedroht, dass sie bestraft werden, sogar ihre Freiheit beraubt, wenn sie sich nicht impfen lassen. Es war letzten Endes die Bevölkerung, die auf die Straßen gegangen ist. Wir waren in Wien im Ring, 300.000, 400.000 Menschen. Es waren die Menschen. Es war die Bevölkerung, die dieses Impfpflichtgesetz in Zusammenarbeit mit verschiedensten Organisationen zu Fall gebracht haben. Daran sieht man, wozu die Bevölkerung imstande ist und was die Bevölkerung alles bewirken kann. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich gemeinsam mit anderen Kollegen europaweit, wir waren damals mehr als 50 Anwälte aus ganz Europa, am 2. Juli 2023 in Köln eine internationale Anwaltsvereinigung gegründet habe. Die International Associations of Law for Human Rights, die sogenannte IAL. Unser Ziel ist es, gegen den WHO-Pandemievertrag und alle Änderungen, die damit im Zusammenhang stehen, vorzugehen. Unser Ziel ist es, die gesamte Corona-Krise aufzuarbeiten. Und unser Ziel ist es, alle, die hier rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben, zur Verantwortung und zur Rechenschaft zu ziehen.
Wir werden daher am 10. Dezember dieses Jahres in Karlsruhe eine Großdemonstration vor dem Bundesverfassungsgericht abhalten, gemeinsam die IAL mit der ZAAV, das ist eine Anwaltsorganisation zur Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen in demokratischen Staaten, und dann zur Bundesanwaltschaft weitergehen und dort 600 Strafanzeigen gegen mutmaßliche Täter, politische Verantwortungsträger, sonstige Verantwortungsträger wegen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, gegen die Menschheit einbringen. Die Kollateralschäden dieser Corona-Krise sind unbeschreiblich und noch lange nicht annähernd bekannt. Psychisch geschädigte Kinder und Jugendliche, eine nie dagewesene Anzahl an Insolvenzen, psychisch und physisch vernichtete Existenzen, gesundheitliche oder tödliche Auswirkungen wegen medizinisch notwendiger, jedoch nicht durchgeführter Heilbehandlungen, eine enorme Anzahl an Impfschäden und Impftoten, die nicht einmal mehr der Mainstream verleugnen kann. In Österreich wurden laut Stand des Bundesministeriums für Gesundheit vom 30.04.2023 rund 208 Millionen offizielle Tests, dazu zusätzlich rund 115 Millionen Tests in Schulen, so in insgesamt rund 323 Millionen Tests durchgeführt. Österreich ist Testweltmeister gewesen. Die Schüler wurden in 1,5 Schuljahren rund 100 Mal pro Schüler getestet. Die Gesamtbevölkerung wurde außerhalb der Schulen rund 23 Mal pro Einwohner getestet. Davon waren laut AGES zum 30.04.2023 rund 6 Millionen Tests positiv, also 1,88% oder einer von 53 Tests. Die Pflicht zum Tragen einer MNS-Maske bestand ab 1. April 2020 für 291 Tage, einer FFP2-Maske für 492 Tage und endete in den meisten Bereichen am 1.6.2022, ausgenommen in medizinischen Einrichtungen und Altenheimen, wo sie bis zum 30.04.2023 andauerte. Wie wir alle wissen, Wien ist anders. Dort bestand in öffentlichen Verkehrsmitteln, in U-Bahnen und den dazugehörigen Bauwerken die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bis 1.3.2023. Ich möchte diesen kurzen Überblick mit den Worten schließen: Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Und daher dürfen wir niemals vergessen, nie wieder eine Gesundheitsdiktatur. Ja, zurück zur WHO. Wenn eine Organisation mehr Befugnisse haben möchte oder ein Mensch auch in einer Firma oder in irgendeiner Funktion, dann schaut man sich ja erstmal an, naja, was hat der denn in der Vergangenheit so geleistet? Also werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf diese Organisation. Who is who? Ja, wer ist das eigentlich, diese WHO? Wir haben ganz interessant, in Bayern haben wir von der Basis eine Umfrage gemacht bei Wahlkampfständen und haben die Leute gefragt, ob sie schon mal was davon gehört haben, dass die WHO jetzt einen Pandemievertrag machen will. Da gab es tatsächlich eine ganze Menge Leute, die gefragt haben, WHO, was ist denn das eigentlich? Ja, die Menschen wissen das nicht und unsere Medien tun alles dafür, dass sie dumm bleiben.
Ja, die WHO ist eigentlich mit guten Absichten gegründet worden, 1948, 61 Staaten der Vereinten Nationen haben die damalige erste Satzung unterschrieben und die haben auch nicht nur Schlechtes gemacht, die haben eigentlich in den ersten Jahrzehnten überhaupt überwiegend gute Arbeit geleistet. Sie haben die International Classification of Diseases, sicher eine epidemiologisch sinnvolle Maßnahme herausgegeben. Sie haben eine Liste essentieller Medikamente erstellt und darauf gedrungen, dass in den Mitgliedstaaten diese Medikamente tatsächlich auch von staatlicher Seite verfügbar gemacht werden für die Bevölkerung im Gesundheitssystem. Sie haben das Oral Rehydration Solution Programm aufgesetzt, um Durchfallserkrankungen in Ländern mit Hygieneproblemen durchzusetzen und haben damit sicher zur Senkung der Kindersterblichkeit beigetragen. Sie haben den International Code of Marketing Breast Milk Substitutes, das ist ein ethischer Kodex, der Firmen in ihre Schranken weist, die wie damals Nestle zur damaligen Zeit den Frauen in der dritten Welt erzählen wollten, stillen ist ganz schädlich für dein Kind, du musst denen lieber Pulvermilch geben. Ja? Also diese Marketingstrategien wurden von der WHO bekämpft, das heißt, die waren eigentlich mal auf der richtigen Seite. Ja, und ungefähr um die Jahrtausendwende ist dann die Sache gekippt. 1999 ist die Gavi gegründet worden. Gavi, eine NGO, die hauptsächlich von Geldern der Bill und Melinda Gates Stiftung lebt. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Impfungen zu vermarkten. Und das ist zunehmend zum Hauptthema der WHO geworden. Vermarktung von Impfungen. Und wie macht man das? Indem man die Notwendigkeiten erstmal dafür schafft. Hier ist noch ein 2003, ein letzter grüner Balken, ja, Framework Convention on Tobacco Control, sicherlich auch noch eine gute Sache. Aber dann 2009 kam es zur Überarbeitung der Pandemie-Definitionen, was dann gleich dafür gedient hat, die Schweinegrippe mal schnell zur Pandemie zu erklären und die Pandemrix-Impfung unters Volk zu bringen. Und seitdem geht es so weiter mit Pandemic Influenza Preparedness Framework, dann kam die Ebola-Geschichte, dann kam 2020 Covid, also ich habe natürlich jetzt ein paar Sachen übersprungen. Ja, und dann fragt man sich natürlich, ja, was ist mit der WHO eigentlich passiert? Und das Entscheidende, was passiert ist, ist, dass die Finanzierung der WHO sich geändert hat. Die wurde nämlich in den ersten Jahrzehnten durch die Mitgliedsbeiträge der Staaten finanziert. Und wie schaut es heute aus? Heute schaut es so aus, das ist 2018-19. Sie sehen, Hauptfinanzier ist die USA mit 15%, dann direkt an zweiter Stelle Bill and Melinda Gates Foundation, also eine private Organisation, dann die Gavi Alliance, die auch wieder Geld von Bill and Melinda Gates Stiftung hat und von diversen Pharmakonzernen. Dann kommt Großbritannien, dann kommt Deutschland, dann kommen viele andere auch NGOs. Und das war jetzt dann 2021 geringfügig anders, nämlich Deutschland hat Platz 1 übernommen in der Finanzierung. Warum wohl? Naja, BioNTech sitzt in Deutschland. Wer hat den großen Reibach gemacht? Ja. Mainz, die Stadt Mainz, der Firmensitz von BioNTech, ist in den letzten 3 Jahren zur reichsten Stadt Deutschlands geworden. Ja. Auch in den Jahren war aber die Bill & Melinda Gates Stiftung an zweiter Stelle, dann kamen auf Platz 3 USA, England auf Platz 4. Also all die Länder, die mit den Impfungen Geld verdient haben, weil die Firmen, die die Impfungen vermarkten, ihren Firmensitz in diesen Ländern haben. Ja.
So, jetzt muss man natürlich schauen, ja, wie kann denn das sein? Also Germany, ja gut, Germany ist ja auch ein Mitgliedsstaat. Man muss unterscheiden zwischen Mitgliedsbeitrag und freiwilligen Zuwendungen. Ja. Dass Deutschland hier auf Platz 1 ist, ist nicht der Mitgliedsbeitrag, sondern das sind die freiwilligen Zuwendungen. Und insgesamt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, die WHO lebt fast nur noch von diesen sogenannten freiwilligen Zuwendungen. Das sind die großen blauen, dunkelblauen Balkenanteile hier. Die Gesamtfinanzierung 2016-17 4,7 Milliarden, 2018-19 5,4, 2020-21 die Hauptimpfentwicklungs- und Impfjahre 7,5 Milliarden plötzlich. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Ja? Die grauen Balkensäulen hier unten, das sind die Mitgliedsbeiträge und das ist nur noch 17% der Gesamtfinanzierung. Das heißt, die WHO ist keine unabhängige Organisation. Sie bekommt freiwillige Zuwendungen und die sind zweckgebunden. Das heißt, wer zahlt, schafft an. Ja, und dann schauen wir uns doch mal an, wie es ausschaut mit diesen zahlenden und anschaffenden Personen, Organisationen. Tja, und da muss man ein bisschen zurückgehen in eine Zeit, als der Standard tatsächlich noch eine Zeitung war. Das Jahr 2008 titelt der Standard das schmutzige Geheimnis der Gates-Stiftung. Im Standard stand damals auch ab und zu noch die Wahrheit. Woher kommt das Geld der Gates-Stiftung? Es kommt aus drei großen Sparten: Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Erdölindustrie. Nur 5% der Gewinne fließen in sogenannte philanthropische Projekte. Die sind ja auch nur so genannt philanthrop, weil sie dienen letztendlich indirekt wiederum der Gewinnvermehrung der Stiftung und der Konzerne, die dahinter stecken. 95% der Gewinne werden in schmutzige Geschäfte reinvestiert. Also so schaut's aus mit der WHO und entsprechend der Kopf, der Fisch fängt ja bekanntlich vom Kopf her zu stinken an. Schaut's halt auch aus mit dem, der diese Organisation führt. Und da wird Michael Brunner uns jetzt wieder ein paar Details verraten. Die Person des derzeitigen WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ich darf voranstellen, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung ist ein Menschenrecht und jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung bzw. bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde 1965 in Asmara im heutigen Eritrea geboren und ist seit 2017 WHO-Generalsekretär als erster Afrikaner und als erste Person, die nicht Arzt ist. Laut Wikipedia trat Tedros 1991 der kommunistischen Tigrayan People's Liberation Front, kurz TPLF genannt, bei, die gemeinsam mit anderen äthiopischen Befreiungsorganisationen nach einem lang anhaltenden bewaffneten Konflikt 1991 den Diktator Mengistu Haile Mariam stürzten. Die TPLF regierte anschließend bis 2018. Die TPLF wurde mit 18.01.2021 als legale politische Partei durch Genehmigung des äthiopischen Ministerrates verboten und als terroristische
Organisation bis 22. März 2023 ausgewiesen. Tedros bekleidete hohe Ämter in dieser TPLF. 2001 war er Leiter des regionalen Gesundheitsbüros von Tigray. 2003 war er stellvertretender äthiopischer Gesundheitsminister. Von 2005 bis 2012 äthiopischer Gesundheitsminister und von 2012 bis 2016 Außenminister von Äthiopien. Die TPLF ist eine gewalttätige Organisation mit kommunistischer Agenda. Seit 1976 wird die TPLF als terroristische Organisation in der Global Terrorism Database geführt, weil sie vielfach an Entführungen und Geiselnahmen beteiligt war. Die TPLF hat in ihrer Regierungszeit schwerste Menschenrechtsverletzungen begangen. Tedros war hochrangiges Mitglied des Politbüros und langjähriger Minister der TPLF. Aus den offiziellen Jahresberichten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International and Human Rights Watch lassen sich von 2005 bis 2016 hier auszugsweise nachstehende Berichte über die äthiopische Regierung unter Tedros entnehmen. 2006 Verhaftung von 76 Oppositionspolitikern und Journalisten, Folterungen und Inhaftierungen. 2007 Regierungstruppen brennen ganze Dörfer nieder, begehen öffentliche Hinrichtungen, vergewaltigen Frauen und Mädchen, verhaften willkürlich Verdächtige, foltern und töten diese auch. Tausende werden zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Die Genitalverstümmelung von Frauen in Äthiopien ist weit verbreitet. 2010 Zeitungen werden geschlossen, Journalisten fliehen aus dem Land. 2011 Delegationen von Amnesty International werden aus dem Land ausgewiesen. 2013 schreibt der Africa Report, dass Tedros zu einem der drei einflussreichsten Politiker der TPLF aufgestiegen ist. 2014 unter dem Vorwand, die Grundversorgung zu verbessern, sollen bis zu 1,5 Millionen Dorfbewohner zwangsweise umgesiedelt werden. 2015 berichtet Amnesty von schwersten Foltermethoden wie Verbrennungen und Elektroschocks in lokalen Polizeistationen und regionalen Gefängnissen. 2016 meldet Human Rights Watch, dass äthiopische Sicherheitskräfte in den Regionen Oromia und Amhara mehr als 500 weitgehend friedliche Demonstranten töteten. Laut einem Bericht des britischen Nachrichtenportals The Expose war die von 1991 bis 2018 regierende TPLF eines der korruptesten, brutalsten und völkermörderischsten Regimes, das in den letzten 30 Jahren auf diesem Planeten Fuß gefasst hat. Laut Focus Online hat der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler David Steinman, der 2019 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen war, Ende 2020 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine Klage gegen Tedros eingereicht. Er beschuldigte Tedros des Völkermordes in Äthiopien, weil Tedros einer von den maßgeblichen Entscheidungsträgern für ethische Säuberungen gewesen sein soll. Tedros wird vorgeworfen, dass er während seiner Amtszeit als Gesundheitsminister Äthiopiens in den Jahren 2006, 2009 und 2011 Cholera-Ausbrüche, an denen schamweise die Bevölkerung verstarb, verschwiegen bzw. vertuscht hat, um die Wirtschaft in Äthiopien zu sichern und zu schützen. Laut einem offenen Brief renommierter US-Ärzte
Solidaritätos 2017, als er bereits WHO-Generalsekretär war, eine Cholera-Epidemie im Sudan ebenso vertuscht haben. Tedros war als Minister in Äthiopien sehr damit beschäftigt, internationale Beziehungen bzw. Beziehungen zu internationalen Persönlichkeiten zu knüpfen, so beispielsweise zum Ex-US-Präsidenten Bill Clinton, der Tedros als einen der fähigsten Staatsdiener, mit denen er je zusammengearbeitet habe, bezeichnet hat. Tedros wiederum verhalf der Clinton-Stiftung zu einer 100-Millionen-Dollar-Spende. Zwischen Tedros und Bill Gates gab es immer wieder persönliche Treffen. Tedros übernahm beispielsweise eine leitende Position in der Gavi-Stiftung, die Gates sehr nahe steht. Gates war auch der große Mentor und war maßgeblich beteiligt, dass Tedros WHO-Generaldirektor wurde. Gute Beziehungen unterhält Tedros ebenso zum Ex-Präsidenten Barack Obama. Dadurch erhielt Äthiopien im Jahr 2010 von den USA große Finanzmittel für das öffentliche Gesundheitswesen, über deren Verbleib divergierende Auffassungen bestehen. So versteht es sich wahrscheinlich von selbst, dass Tedros auch sehr gute Beziehungen zum WEF-Gründer Klaus Schwab unterhält und diesem eine engere Zusammenarbeit versprach. Ebenso unterhält Tedros sehr gute Beziehungen zu dem kommunistischen Regime in China. Sie können weitere Ausführungen nachlesen bei eklat.tv, eine Sendung vom 3.8.2023 mit der Überschrift Die Akte Tedros. Dort finden Sie den Sendungstext, dort finden Sie ein Video, dort finden Sie Quellenangaben zu den einzelnen Ausführungen und auch einen Flyer, der das Vorhaben der WHO kurz und bündig darstellt. Diesen Flyer können Sie herunterladen und Sie können ihn verteilen, um Informationsarbeit für andere zu leisten. Ich darf jetzt das Mikrofon wieder weitergeben an Andreas Sönnigsen. Danke schön. Ja, wie schon gesagt, wenn man eine Organisation mit weiteren Aufgaben betraut, dann schaut man sich an, wie haben die denn in der Vergangenheit agiert, und das wollen wir uns jetzt am Beispiel Corona mal noch ein bisschen genauer anschauen. Wir denken zurück an das Jahr 2020. Am 5. Jänner verkündet die WHO, eine Lungenentzündung unbekannter Ursache ist in China aufgetaucht. Wie gesagt, es war am 5. Jänner 2020. Man höre und staune, am 5. Jänner, am gleichen Tag, wurde das vollständige Genom zur Publikation in der amerikanischen Gendatenbank eingereicht. Also entweder die WHO war nicht wirklich gut informiert und hat irgendeinen Quatsch erzählt, was nicht für die WHO spricht, oder sie haben uns angelogen. Das kann ja nicht sein, dass eine Lungenentzündung unbekannter Ursache auftaucht und gleichzeitig schon das Genom des ursächlichen Virus publiziert wird. Diese Publikation wurde dann am 7. Jänner in der Fachzeitschrift Nature zur Publikation eingereicht und wenige Wochen später dann tatsächlich in dieser Fachzeitschrift schwarz auf weiß publiziert. Ja, die Geschichte geht dann weiter. Die WHO bleibt dabei. Am 31.12. gab es erste Fälle. Und jetzt behauptet sie am 20. Januar, am 7.1. sei das Virus entdeckt worden. Alleine das ist schon hochgradig unglaubwürdig. Ja? Also wenn eine Lungenentzündung unbekannter Ursache neu auftaucht, was muss man dann machen, um herauszufinden, woher diese Lungenentzündung kommt?
Dann muss man Proben von den Patienten nehmen, die müssen im Labor analysiert werden, da müssen verschiedene Tests gemacht werden, um dann tatsächlich, ich muss erstmal unterscheiden, sind es Bakterien, die wir noch nicht kennen, sind es neue Viren, ist es ganz was anderes? Ja, das macht man locker mal in 3-4 Tagen, kein Problem, ja. Also jeder, der mal in einem medizinischen Labor gearbeitet hat, weiß, das gibt's nicht so schnell, geht das nicht. Und selbst wenn am 7.1. das Virus entdeckt worden wäre, dass dann am 12.1. schon das Genom verfügbar war, das kann auch nicht stimmen, oder? In fünf Tagen sequenziere ich mal so schnell ein Virus durch, das ich noch gar nicht kenne. Also das ist alles Unsinn. Wir wurden hier belogen nach Strich und Faden und die WHO hat uns irgendwas aufgetischt, was in der Menschheit etwas vorbereiten sollte, nämlich Angst vor einer Erkrankung, die auf uns zukommen würde. Ja, und dann ging es auch gleich weiter. Am 16.01., also 4 Tage nachdem die WHO behauptet hat, dass das Genom entschlüsselt wurde, hat unser deutsches Tausendsasa Drosten schon den PCR-Test fertig. Ja? Also das mache ich ja auch mal so schnell, ziehe ich das aus der Hosentasche und dann habe ich einen PCR-Test in 4 Tagen, kein Problem. Also auch das fand ich unglaubwürdig, das ist die Pressemitteilung, wie gesagt, vom 16. Jänner 2020. Diese Entdeckung oder Entwicklung des PCR-Tests wurde dann am 21. Jänner zur Publikation eingereicht bei Eurosurveillance, das ist eine medizinische Fachzeitschrift, das Organ der European Center of Disease Control. Und siehe da, am 22. Januar wurde es nach Peer Review schon zur Publikation akzeptiert. Also Peer Review über Nacht. Da bleibt einem die Spucke weg, wenn man selber mal wissenschaftlich tätig war. Und ich habe einige Publikationen auf den Weg gebracht. Peer Review ging bei mir weder, wenn ich Autor war, noch als Reviewer. Ich habe auch sehr viele Reviews gemacht. Ging nie über Nacht, weil da muss man sich nämlich die Arbeit genau anschauen, muss die Methodik durchforsten. Ist das überhaupt korrekt, was die da gemacht haben? Ist das methodisch sauber? Können die Ergebnisse überhaupt stimmen? Sind die Daten irgendwie glaubwürdig? Passt das alles? Also das geht nicht über Nacht, dauert normalerweise 3 bis 6 Wochen, manchmal sogar 3 Monate. Also auch das hochgradig unglaubwürdig. Ja, und es war aber alles nur gespielt, denn worum es ging, entpuppte sich dann am 11. März. Die WHO ruft die Pandemie aus. Die Pandemie, welche Pandemie eigentlich? In China war die Welle Ende Februar bereits vorbei. Und die Daten der chinesischen Corona-Welle waren auch schon publiziert. Die wurden am 12. Februar nämlich schon zur Publikation eingereicht und waren am 29., es war ein Schaltjahr, 29. Februar, sind die dann online gewesen. Und in dieser Publikation wurde gezeigt, dass die mittlere Fallsterblichkeit in China in dieser ersten Covid-Welle bei 0,15% lag. Und das ist genau das, was wir jedes Jahr mit der Influenza auch haben. Wir hatten weder eine höhere Sterblichkeit noch eine höhere Fallzahl. Es gab also überhaupt keinen Grund, eine Pandemie auszulösen zum damaligen Zeitpunkt. Am 15. April wurde uns dann offenbart, und ich muss sagen, leider habe ich das selber auch erst viel später kapiert. Also die haben es richtig gut eingefädelt, weil wir sind alle darauf eingefallen, worum ging es wirklich. Am 15. April publiziert Bill Gates
7 Milliarden Menschen müssen geimpft werden. Das ist unsere einzige Rettung am 15. April. Was ist noch am 15. April passiert? Am 15. April war bereits das Studienprotokoll für die Pfizer-Impfung fertig. Da denkst du, das gibt es ja wohl nicht, oder? Ein merkwürdiger Zufall, dass das so am gleichen Tag passiert und dann am 15. April. Das Studienprotokoll hat aber 400 Seiten. Das hat nicht jemand am 14. April geschrieben, sondern das ist schon lang in der Schublade gelegen. Und das heißt, der Impfstoff, der Pfizer-Impfstoff, war auch schon in der Schublade. Das war alles vorher schon geplant. Ja, und dieses Studienprotokoll wurde dann am 27. April in der amerikanischen Datenbank Clinical Trials GOV, das ist eine Studienregistrierung für klinische Studien, eingereicht, publiziert, und am 29. April hat bereits der erste Proband in dieser Studie den Impfstoff injiziert bekommen. Am 29. April. Also viel, viel früher, als uns vorgegaukelt wurde. Die Rolle der WHO war hier ganz eindeutig nur die Vertuschung dieses geplanten Spiels. Und wenn man sich jetzt die Pandemie mal als Ganzes anschaut, das sind die AGES-Daten aus Österreich, da muss man schon sehr genau hinschauen, dass man die Ursache der Covid-Panik im Frühjahr 2020 überhaupt noch findet. Das war Covid. Das war die Pandemie, wegen der wir in den Lockdown geschickt wurden, wegen der Quarantäne verhängt wurde, wegen der Schulen geschlossen wurden, wegen der es eine Maskenpflicht gab. Die Maskenpflicht ja dann erst ab Mitte April, da war eh schon alles vorbei. Ja. Die Österreicher haben es ja wenigstens ein bisschen schlauer hingekriegt als die Deutschen. Ja. Die haben ja ein bisschen schneller, waren ein bisschen schneller. Die haben am 16. März schon den Lockdown gemacht und die Covid-Welle, der Peak der Covid-Welle war in Österreich so um den 20. Wenigstens war der Lockdown noch davor. Ja, da kann man ja nachher behaupten, ja, es war ja der Lockdown, der jetzt verhindert hat, dass die Welle noch weiter angestiegen ist. Die Deutschen, man bret, die haben den Lockdown nämlich erst am 23. gemacht und der Gipfel der deutschen Welle war aber schon am 16. Da wird es dann schwierig mit dieser Behauptung, der Lockdown hätte das bewirkt. Ja, also wie wir sehen, die erste Welle war schon gar nicht der Rede wert. Und das Einzige, wo man darüber diskutieren kann, das war tatsächlich eine ordentliche Grippewelle. Das war die zweite Corona-Welle im Spätherbst 2020. Und dann ging es ja schon los mit den Impfungen. Ja, und wir sehen, die Impfung, der Retter, der Gamechanger, hat also die dritte Welle schon mal nicht verhindert. Aber die war eh nicht so schlimm, weil da kam dann der Sommer und da geht es ja eh runter mit Erkältungskrankheiten. Ja, und hier waren dann 66% der Bevölkerung geimpft und dann kam die Delta-Welle. Also wahnsinnig effektive Impfung, würde ich mal sagen. Hier waren dann 75% geimpft und dann kam die Omikron-Welle. Also das nenne ich eindeutig einen sehr effektiven Impfstoff. Wie wurde uns Angst gemacht? Das Gesundheitssystem bricht zusammen. Die Spitäler sind überlastet. Die armen Ärzte müssen triagieren. Da sind 2 Patienten, die beatmet werden müssen. Und der arme Arzt muss jetzt entscheiden mit seinem Gewissen. Der darf leben, der kommt an die Beatmungsmaschine. Der muss sterben, der bleibt einfach draußen. Es war alles gelogen. Es war
alles gelogen. Das heißt nicht, dass es natürlich einzelne schwere Fälle gab, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es heißt auch nicht, dass, wie im Winter üblich, Spitäler in bestimmten Brennpunktregionen mal überlastet sein können. Aber eine globale oder nationale Überlastung gab es nie. Besonders schön ist es an den deutschen Zahlen abzulesen, die nämlich vom sogenannten Influenza-Netzwerk des Robert-Koch-Instituts sehr ordentlich dokumentiert wurden, während der gesamten Corona-Zeit und auch schon in den Jahren davor. Und das sieht man hier. Das ist die Anzahl der hospitalisierten schweren akuten respiratorischen Infektionen, der sogenannten SARIs, pro 100.000 Einwohner. Hochgerechnet aus einer repräsentativen Stichprobe aus ganz Deutschland von etwa 70 Krankenhäusern. Wir sehen diese SARIs, wir haben eigentlich so einen Basalwert von ungefähr 10 das ganze Jahr über. Ja, hier ist der Sommer. Und dann sehen wir, da geht es ein bisschen mehr rauf und runter. Wodurch sind die Anstiege bedingt? Und dann sehen wir die, oh, das ist ein bisschen abgeschnitten. Das sind die Jahre, gell? Die unterschiedlich farbigen Linien sind die Jahre. Das passt schon. Das passt schon, passt schon. Ich habe es ja gezeigt. So. Also, wenn man sich jetzt anschaut, wo sind denn die höchsten Gipfel dieser Wellen, dann sehen wir, der höchste Gipfel, also wo die meisten SARIs im Krankenhaus waren in Deutschland, das war die Influenza 2018. An zweiter Stelle ist RSV im Herbst 2022. Das ist RSV, das ist eine Bronchitis, die hauptsächlich Kinder betrifft, und die ist 2020 ausgefallen und 2021 und war dafür, 2021 war es auch ein bisschen, aber 2022 gab es da einen richtigen Rebound. Ja. Dann kommt die Influenza 2019, dann kommt die Influenza 2020. Ja, wann kommt denn jetzt Covid eigentlich endlich? Also die erste Covid-Welle, die sieht man überhaupt nicht. Die geht hier in den Kurven unter. Und deswegen habe ich die nochmal rausvergrößert. In dieser Grafik. Und hier sieht man die SARIs pro 100.000 Einwohner wieder. Im ersten Kalenderjahr 2020. Und wir sehen, wir starten das Jahr mit einer leicht, wir haben ja gesagt, so der Basalwert ist so 5 bis 10. Wir starten das Jahr schon leicht erhöht, weil da die Influenza 2019, 2020 schon angefangen hat. Und dann geht es rauf, rauf, rauf im Januar und Februar bis ungefähr Ende Februar, Anfang März. Das war der Höhepunkt der Influenza-Welle mit etwa 25 SARIs, also viel weniger als die Influenza 2018, wo es 40 waren. Höhepunkt der Influenza 2020 und dann geht es jede Woche runter, 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 runter und so weiter. Und Covid, das ist der Anteil von Covid, der hier oben in der Kurve mit drin ist natürlich. Und man kann noch mit ein bisschen Fantasie sich einbilden, okay, dieser Knick in der Kurve, das war wahrscheinlich Covid. Also dass hier nicht die Grafik gerade weiter runterging, sondern diesen Knick nochmal gemacht hat. Das war Covid, das war die Überlastung unserer Spitäler durch Covid. Also wir sind betrogen und belogen worden, um uns Angst zu machen. Angst zu machen, warum? Damit die Menschen gefügig werden und den ganzen Maßnahmen Blödsinn mitmachen, ohne aufzumucken. Und warum sind diese Maßnahmen und diese, warum ging es um diese Gefügigkeit und die Aufrechterhaltung der Angst, um die Menschen impfwillig zu machen, dass sie sich alle haben impfen lassen.
Und jetzt wollen wir uns nochmal im Einzelnen anschauen, die WHO-Empfehlungen, die Schlüsselempfehlungen der WHO im Laufe dieser Pandemie. Wir haben ja schon gesehen, dass die ersten Monate der sogenannten Pandemie von der WHO vollkommen fehlerhaft dargestellt waren und die Maßnahmen falsch waren. Jetzt schauen wir uns nochmal nach der wissenschaftlichen Evidenz um für die Empfehlungen. Da war als erstes mal diese Maskenempfehlung. Make wearing a mask a normal part of being around other people. Also die WHO empfiehlt uns, wir sollen die Maske zum Regelfall machen, wenn wir, also ich sehe hier keinen mit Maske hier, ja? Verstoßt ja alle gegen die Regeln, ja. Also generell soll das der Normalfall werden, weil wir sind ja alle infektiös, gell? Ich sage dann immer, der liebe Gott hätte uns wahrscheinlich mit Maske erschaffen, wenn das notwendig wäre. Ja, jetzt schauen wir uns an, wie sinnvoll das wirklich ist. Da gibt es nämlich sehr gute Studiendaten dazu, wissenschaftliche Studien, die gab es auch vor der Covid-Krise schon. Es gibt nämlich schon einen Cochrane Review aus dem Jahr 2012, also schon lange vor Covid. Und Cochrane ist die internationale Fachgesellschaft für evidenzbasierte Medizin. Ist die Fachgesellschaft mit dem höchsten wissenschaftlichen Renommee in der Medizin. Die durchforsten die komplette Weltliteratur und extrahieren daraus die wissenschaftliche Evidenz und formen das um in Empfehlungen. Und dieser Cochrane Review aus dem Jahr 2012 kam zu dem Ergebnis: Wearing masks in the community probably makes little or no difference to the outcomes of influenza-like illness. Also mit anderen Worten, die Masken nützen nichts, es gibt eigentlich keine Evidenz dafür. Dieser Cochrane Review ist tatsächlich, ist ja fast schon ein Scherz, ja, im April 2020 ist ein Update erschienen von diesem. Im April 2020. Zeitgleich mit der Maskenverpflichtung. Im Februar 2020 erzählt uns das Robert-Koch-Institut noch, ist übrigens nur noch über die Wayback-Maschine im Internet auffindbar, nicht mehr auf den RKI-Seiten, wen wundert's. Erzählt uns das RKI, Masken sind sinnlos, bringt nichts, es gibt keine Maskenempfehlung. Im April erscheint der Cochrane Review, der das bestätigt wieder, kein Nutzennachweis. Und gleichzeitig wird die Maskenpflicht eingeführt. Da fragt man sich, hey Leute, was ist mit der Wissenschaft passiert? Dieses Cochrane Review ist dann 2023 nochmals abgedatet worden, ergänzt um mehrere Studien, die während der Corona-Pandemie, wenn ich übrigens Pandemie sage, weil ich bin schon einige Mal darauf angesprochen, wieso sagen Sie eigentlich Pandemie? Also ich sage jetzt mal vorsichtshalber, wenn ich Pandemie sage, dann müssen Sie sich immer die Anführungsstriche dazu denken. 23 Update mit dem gleichen Ergebnis, ergänzt um Studien, die während der Corona-Zeit gemacht wurden. Damit nicht genug. Es gibt einen weiteren Systematic Review, zwar nicht von Cochrane, aber auch von durchaus renommierten Wissenschaftlern. Die haben sich speziell jetzt nochmal die Situation im Gesundheitsbereich angeschaut. Denn Cochrane hat sich nur im Community-Setting, also hier so unter uns, im Wirtshaus, in der U-Bahn, im Supermarkt und so weiter. Im Gesundheitssetting, das war ja nun auch noch ein extra, ja, da muss man aber die Maske doch tragen, das muss doch sinnvoll sein, ist auch nicht sinnvoll. Ja? Und zwar deswegen, weil die Maske eben gar nicht sinnvoll verwendet werden kann, wenn man sie die ganze Zeit tragen muss. Weil kein Mensch das aushält. Wie hängt dann die Maske? Hängt halt irgendwie rum. Wann bringt die Maske was?
Natürlich bringt die Maske was, wenn sie korrekt getragen wird in der entsprechenden Situation. Das heißt, bevor ich in ein Patientenzimmer gehe, wo ein infektiöser Patient liegt, bei dem ich jetzt Blutdruck messen muss oder was auch immer, dann setze ich die Maske auf. Dann sorge ich dafür, dass der Nasenbügel hier eng anliegt. Schau, dass das die Halter da stramm gezogen sind. Ich überprüfe beim Einatmen, ich merke, durch das Vakuum, das ich sozusagen erzeuge, legt sich die Maske eng an das Gesicht an. Dann sitzt die Maske richtig. So, mit dieser korrekt sitzenden Maske gehe ich jetzt ins Patientenzimmer. Messe den Blut ab. Geht's jetzt wieder? Ja. Auf jeden Fall, dann gehe ich aus dem Patientenzimmer wieder raus. Was mache ich jetzt mit der Maske? Ja, die versuche ich nicht mit den Händen zu berühren, sondern nur an den Strapsen da zu nehmen und die kommt in den Sondermüll, ja, infektiöser Müll. Die ist ja kontaminiert. Wie schaut die Realität aus? Die Realität im Spitalsbereich schaut so aus, dass die Maske, die müssen sie ja tragen, auf dem Gang draußen müssen sie es tragen, im Patientenzimmer müssen sie es tragen, ja. Im Arztzimmer, wenn keiner schaut, die Maske kommt in die Kitteltasche, ja. Was macht die da in der Kitteltasche? Da wird das wunderbar alles schön inkubiert, da ist schön warm. Wenn ich zum nächsten Patienten gehe, dann setze ich die Maske wieder auf. Ja, das kann nicht. Also, sinnvoll eingesetzt wirkt die Maske natürlich, aber sie wird eben mit einer Maskenpflicht auch im Gesundheitsbereich nicht sinnvoll eingesetzt. Ja, abgesehen von dem fehlenden Nutzen gibt es halt auch Schaden durch Masken. Wir haben nachgewiesen, dass der Sauerstoffgehalt sinkt. Wir haben nachgewiesen, dass das CO2 ansteigt, damit der Säuregehalt im Blut ansteigt. Es gibt Menschen, die da empfindlich drauf reagieren, die Kopfschmerzen bekommen, die Schwindel bekommen, denen es einfach mit einer Dauermaske nicht gut geht. Und wenn es nur die Haut ist, die kratzt. Aber als Arzt, wenn man Maskenatteste ausgestellt hat, wie mein Freund Ronny Weikel, wird man zu Strafen verurteilt. Interessant ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Ronny Weikel, der Arzt aus Passau, ist jetzt vor wenigen Tagen in letzter Instanz zu 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, gilt aber damit als vorbestraft. Aber immerhin, in der ersten Instanz waren es noch 20 Monate Haft. Ja, in der zweiten Instanz waren es 10 Monate Haft und 50.000 Euro Geldstrafe. Jetzt haben sie es auf 20.000 runter, aber sie haben ihn nicht freigesprochen, obwohl dieser Mensch nichts Unrechtes getan hat. Er hat für Kinder, hauptsächlich für Kinder, Maskenatteste ausgestellt. Denn die Maskenpflicht in der Schule war wohl der letzte Schwachsinn. Ja. Also, Negativeffekte, auch psychische Negativeffekte, natürlich vor allem bei Kindern. Kein Mensch weiß, wie gesund das wirklich ist, wenn ich dauernd diese Masken trage. Ich meine, wenn ich einmal 5 Minuten eine Maske aufsetze, das macht wahrscheinlich nichts. Aber wenn ich über Monate in der Arbeit oder in der Schule jeden Tag 8 Stunden die Maske aufsetzen muss und diese Mikroplastikpartikel einatme, die da abgesplittert werden, wenn die Maske zerknüllt und so weiter wird. Das weiß kein Mensch, ob und wie das gesundheitsschädlich ist. Die Hygieneprobleme liegen auf der Hand, ja, wenn die Maske zwischendurch in die Hosentasche wandert. Und die Umweltproblematik ist natürlich auch nicht so ganz zu vernachlässigen. Sogar das ZDF, ja, berichtet hierüber. Ja, und jetzt, es kommt die Folie für die Grünen, die ja auch
sehr vehemente Corona-Paniker waren und sind. Diese Masken werden aus Meltblown Polypropylen bei 250 Grad Celsius hergestellt, macht pro Tonne Kunststoff 2 Tonnen CO2. Einmalartikel darf eigentlich maximal 75 Minuten getragen werden und wandert dann in den Müll, im Optimalfall in die Müllverbrennungsanlage, wo dann nochmal 2,7 Tonnen CO2 entstehen. Im weniger optimalen Fall in Wald und Flur und als Mikroplastik letztendlich im Meer und in der Nahrungskette. Also eine Katastrophe, ein Wahnsinn für nichts und wieder nichts. Und Deutschland ist ja immer besonders großzügig mit der Ausgabe von Steuergeldern, denn die Deutschen sind ja alle reich, die können sich das leisten. Jetzt werden 755 Millionen Corona-Masken, die auf Staatskosten angeschafft wurden, der Müllverbrennung zugeführt, weil sie keiner braucht und das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das nenne ich sorgsamen Umgang mit Steuergeldern. Ja, 2,5 Milliarden nur im ersten Jahr, insgesamt geschätzt über 7 Milliarden Euro. Also zusammenfassend kann man sagen, die WHO-Empfehlung zum Maskentragen war ohne jegliche Evidenz, hat wahrscheinlich gesundheitlichen Schaden angerichtet und hat zumindest die Umwelt unnötig belastet. Kommen wir zur nächsten WHO-Empfehlung. Test, Test, Test. Da werde ich mich jetzt sehr kurz fassen, weil Michael Brunner da schon ausführlich drüber berichtet hat. Ich zeige Ihnen nur kurz die Grafik. Das ist Österreichs Teststatistik. Ja. Also die erste Welle, da hatten wir ja noch keine. Bei der zweiten Welle, da ging es dann langsam los und so ab der Jahreswende 2020/21, da wurde wirklich getestet, getestet, getestet. Teilweise über 1 Million Tests pro Tag. PCR-Tests, da sind die Antigen-Tests noch gar nicht dabei. Ja, das müssen Sie sich vorstellen. Die Antigen-Tests, die auch noch haufenweise die Menschen ja auch teilweise selber gekauft haben, für zu Hause in der Panik. Ich muss mich ja testen, ich muss mich testen, damit ich ja niemand anstecke. Ja, mein Gott, wegen einem Schnupfen habe ich mich früher auch nicht getestet und habe auch trotzdem manche Leute angesteckt und andere eben nicht. Ja, die roten Spuren, die man hier sieht, das sind die tatsächlichen Fälle. Also wir sehen, wir haben sehr, sehr viele Tests umsonst gemacht und das Problem ist außerdem noch, wenn man sehr viele Tests bei eigentlich beschwerdefreien, also gesunden Menschen macht, bekommt man viele falsch positive Befunde. Das ist eine Grundregel der medizinischen Diagnostik, die ich den Studierenden im ersten Studienjahr beibringe. Ja. Leider haben viele Ärzte das vergessen. Man fragt sich, wo habt ihr eigentlich eure Medizin gelernt? Dass die Politiker das nicht wissen? Ja, gut, die Politiker wissen nicht viel. Aber die Ärzte und die Wissenschaftler hätten es eigentlich wissen müssen und hätten dann entsprechend beraten müssen. Ja, kurz zusammengefasst, auch die Testung war nicht evidenzbasiert, so wie die WHO das empfohlen hat. Man hätte gezielt Stichproben machen müssen, so wie das Robert-Koch-Institut das mit dem Influenza-Netzwerk übrigens seit vielen, vielen Jahren macht. Und die testen nicht nur auf Influenza, sondern sie testen auf alle möglichen Erkältungsviren, die man sich so vorstellen kann, die halt bekannt sind. Para-Influenza, Influenza, bereits vorher bekannte Coronaviren, RSV und so weiter. Und hier hätte man und hat man auch tatsächlich auf SARS-CoV-2 auch noch testen müssen. Dann kriege ich ein epidemiologisches Bild, sozusagen, wie schaut es im Lande aus, an einer repräsentativen Stichprobe. Und damit hat sich der Fall. Dann weiß ich, okay, die Welle ist gekommen, jetzt haben wir den Gipfel überschritten und jetzt geht es wieder runter. Mehr braucht es auch nicht. Nächste Empfehlung der WHO, impfen.
und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Safe and effective vaccines are available. Ja, das ist O-Ton WHO Ende 2020. Sichere und effektive Impfstoffe sind jetzt verfügbar und deswegen lasst euch alle impfen. Ja, wie effektiv die Impfungen tatsächlich waren, am Anfang habe ich es ja schon gesagt und gezeigt und jetzt nochmal zeitlich die Impfquote unter die Epidemiekurve gelegt und wir sehen die richtig hohen epidemischen Wellen, nämlich Delta und Omikron, die hatten wir erst, als der größte Teil der Bevölkerung bereits geimpft war. Das spricht nicht gerade für eine effektive Impfung. Und wenn man sich die Zulassungsstudie anschaut, die angeblich ja gezeigt haben soll, dass diese Impfung effektiv ist, nämlich 95% effektiv, dann stellt man fest, da sind Tricks angewendet worden und da sind absichtlich Fehler gemacht worden und Sachen vertuscht worden, um diese Impfung effektiv ausschauen zu lassen. Zum einen hat man nur eine Beobachtungszeit von durchschnittlich 6,6 Wochen in der Zulassungsstudie. Ja. Ich hatte ja gesagt, der erste Proband ist schon Ende April 2020 in die Studie aufgenommen und geimpft worden. Die letzten Probanden sind aber erst im Oktober, November aufgenommen worden. Das heißt, für die gab es nur noch ein paar Tage Beobachtungszeit. Die durchschnittliche Beobachtungszeit von allen Probanden, die an der Studie teilgenommen haben, war 6,6 Wochen. Das ist natürlich viel zu kurz, um die Effektivität und Sicherheit eines Impfstoffs nachzuweisen. Ja, dann hat man in dieser Zulassungsstudie einen vollkommen irrelevanten Endpunkt untersucht, nämlich die symptomatische Covid-Infektion. Was ist das? Bei den meisten verläuft Covid als ganz banale Erkältung oder leichter grippaler Infekt. Ja. Schwer erkranken eigentlich nur alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Kinder schon gar nicht. Also das heißt, dagegen brauche ich gar keine Impfung. Eine Impfstudie, eine ehrliche Impfstudie hätte messen müssen, wie viele Todesfälle werden verhindert, wie viele Hospitalisierungen werden verhindert. Dann hätte man aber gezielt das Risikokollektiv untersuchen müssen und nicht Menschen zwischen 12 und 60 Jahren. Die haben nämlich in der Studie gerade die Menschen, die gefährdet sind an Covid zu versterben oder hospitalisiert zu werden, die wurden in der Studie, da waren nur ganz wenige alte Menschen drin. Also auch das vollkommen daneben, wissenschaftlich unhaltbar. Dann wurde der primäre Endpunkt dieser Schnupfen noch unvollständig erfasst, denn es gibt eine Auswertung im New England Journal of Medicine, da wurden nur die PCR-Getesteten ausgewertet. Und da waren weniger PCR-Getestete als Geimpfte, als von denen, die Placebo bekommen haben. Tatsächlich waren aber die klinischen Verdachtsfälle, die sind aber gar nicht alle PCR getestet worden. Aber so eine kann doch nicht eine Studie machen, wo ich irgendwas testen will und dann teste ich nicht alle Probanden. Also es sind solche Absurditäten in dieser Studie, dass es einem eigentlich vollkommen unverständlich ist, wie diese Studie jemals in einem so renommierten Journal wie dem New England Journal of Medicine publiziert werden konnte. Und dass die FDA alle Augen zugedrückt hat und die EMA auch noch gegenüber den vielen Fehlern, die in dieser Studie gemacht wurden. Inzwischen ist bekannt, dass in mindestens zwei Studienzentren die Daten manipuliert wurden. Das führt normalerweise dazu, dass eine Studie sofort zurückgezogen werden muss. Die muss neu ausgewertet werden und dann mit den korrigierten Daten neu eingereicht. Ist hier nicht geschehen. Die haben einfach gesagt, naja, war ja nur in zwei Zentren. Es ändert am Gesamtergebnis ändert es ja gar nichts. Ja,
zeigt uns, dass es nichts ändert. Zeigt uns die Daten. Pfizer wollte diese Daten 70 Jahre unter Verschluss halten. Und die sind inzwischen freigeklagt worden. Und ja, ich könnte da jetzt noch lange weitermachen. Es sind die Covid-Fälle bis 7 Tage nach der zweiten Impfung sind unterschlagen worden. Ja. Die Todesfallrate war nach 6 Monaten in einer zweiten Auswertung unbeeinflusst. Die Nebenwirkungen sind nicht vollständig erfasst. Also diese Studie kann man in der Pfeife rauchen. Ja, Pfizer ist inzwischen gezwungen worden, die Daten freizugeben. Und inzwischen ist ja auch der Vertrag zwischen Pfizer und den EU-Staaten geleakt worden. Ja, und da steht es auch richtig drin. Ja, da steht nämlich nicht das Ergebnis des New England Journal Artikels, die Impfung ist effektiv und sicher, sondern da steht, der teilnehmende Mitgliedsstaat nimmt zur Kenntnis, dass die Langzeiteffekte, die Effektivität insgesamt, nicht bekannt sind und dass es Nebenwirkungen geben kann, die ebenfalls nicht bekannt sind. Das nenne ich einen effektiven und sicheren Impfstoff. Und es steht so im Vertrag drin, und der EU-Mitgliedstaat, der das unterschreibt, nimmt zur Kenntnis, dass er die Haftung übernimmt. Ja, die EU hat die Haftungsbefreiung gegenüber dem Hersteller deklariert und wir Mitgliedstaaten haben die Haftungsbefreiung gegenüber der EU deklariert. Wir sitzen jetzt auf dem schwarzen Peter und wir müssen unbedingt rauskriegen, wer das für Österreich unterschrieben hat. Ja, wie effektiv die Impfung ist, hier noch eine weitere Grafik dazu. Das ist eine schöne Studie, die in den USA gemacht wurde, erst 22. Da hat man ein halbes Jahr lang alle Mitarbeiter im Gesundheitssystem in Cleveland, Ohio, das sind ungefähr 30.000 Personen gewesen, die hat man ein halbes Jahr beobachtet, ob sie Covid kriegen. Und dann hat man unterschieden zwischen der Anzahl der Impfungen. Und das ist, sind die Tage hier, also 180 Tage ist ungefähr ein halbes Jahr. Und das ist die, der Prozentsatz der Personen, die Covid bekommen haben im Laufe der Zeit. Und jetzt dürfen Sie mal raten, weil von hinten kann man es wahrscheinlich nicht lesen. Welche sind die da? Ungeimpft. Das sind die Ungeimpften. Ja, von den Ungeimpften haben nur ungefähr 4% Covid bekommen in dem halben Jahr. Das sind die einmal Geimpften, die zweimal Geimpften, die dreimal Geimpften und das sind die mehr als dreimal Geimpften. Je öfter geimpft, desto häufiger Covid. Das ist genau das, was Sushil Bhakti vorhergesagt hat. Für eine Viruserkrankung, die sehr schnellen Mutationen unterliegt. Ja, dann ist uns ja auch noch die mehr aufgebunden worden, wir müssen impfen, um die Weitergabe der Erkrankung zu verhindern, dass die bösen Kinder nicht ihre Großeltern umbringen. Auch das ist inzwischen widerlegt oder ist längst widerlegt. Es war 21 schon widerlegt durch diese englische Studie. Es ist vollkommen egal, ob man geimpft ist oder nicht. Beide kriegen die Erkrankung und beide geben die Erkrankung auch weiter. Und die Virus Load, also die Anzahl der vermehrungsfähigen Viren, ist bei Geimpften und Ungeimpften mit Covid gleich. Die Impfung ist weder effektiv noch sicher. Zur Sicherheit hier ein Beispiel für die hervorragende Sicherheit dieses Impfstoffs. Der Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts in Deutschland vom 30.06.2022. Jetzt werden Sie sich fragen, warum zeigt denn der da den Sicherheitsbericht vom 30.06.2022? Das ist ja jetzt 1,5 Jahre her. Ja, danach gab es keinen mehr. Und warum? Da gibt es eine Begründung dafür. Das Paul-Ehrlich-Institut hat
begründet die Einstellung der Sicherheitsberichte damit, dass die Sicherheit ja jetzt nachgewiesen sei. Und der letzte Sicherheitsbericht zeigt aber, an der Impfung schon über 3000 Menschen verstorben. Na gut, nicht an der Impfung will ich nicht sagen, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Ja, wir wollen ja korrekt bleiben. Aber das ist ja nun nicht gerade ein Zeichen von Sicherheit. Also ich kann mich erinnern an diverse Medikamente, die in meiner beruflichen Karriere auf den Markt kamen, mit pharmagesponserten Studien gepusht natürlich. Ja. Dann gab es 5 Todesfälle, dann war das Ding aber flop wieder vom Markt genommen. Nach 5 Todesfällen. Wir haben jetzt in Deutschland über 3000, in Österreich weit über 300, weltweit in die Millionen. Das ist das größte Medizinverbrechen aller Zeiten, diese Impfung. Eine schwere Nebenwirkung pro 1000 Geimpfte. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Und ich meine, das ist das, was wir jetzt heute sehen. Das ist das, was wir heute sehen. Eine Heerschar von Impfgeschädigten. Jeder 25.000. stirbt im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Die Rate schwerer Nebenwirkungen ist ungefähr 60 mal so hoch wie bei allen anderen Impfstoffen und die Todesfallrate 20 mal so hoch. Ja. Wie kann man das noch leugnen? Das ist mir ein Rätsel. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, denn tatsächlich werden ja die meisten Nebenwirkungen schon von Haus aus geleugnet und gar nicht erst gemeldet. Und wir haben ein bisschen ein Gefühl dafür, wie hoch diese Leugnungsrate ist, wenn wir uns die Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anschauen. Da sind nämlich 2,5 Millionen abgerechnete, ärztlich behandelte Nebenwirkungen der Covid-Impfung im Jahr 2021. Das sind ungefähr 10-mal so viele abgerechnete Impfkomplikationen, wie ans Pi gemeldet wurde. Aber wenn jemand wegen einer Impfnebenwirkung zum Arzt geht, dann ist die mindestens so gravierend, dass sie gemeldet werden muss. Das heißt, die Ärzte melden das einfach gar nicht. Sie melden es natürlich auch deswegen nicht, weil es viel zu zeitaufwendig ist und weil es viel zu viele sind. Ja, bei allen anderen Impfungen zusammen ist es nur ungefähr 1 zu 350. Also das ist schon ein eklatanter Unterschied. Richtig krass wird es, wenn wir uns die Sterblichkeitsdaten anschauen. Wir haben 2020, das sind jetzt die deutschen Zahlen, aber die österreichischen schauen sehr ähnlich aus. 2020 hatten wir keine nennenswerte Übersterblichkeit. Wir haben hier, das ist 2020 gesamt, das ist gerade 1% nach oben, oder nicht mal 1% nach oben. Das ist im Bereich der normalen statistischen Schwankung. Ja? Die Sterblichkeit ist nicht in jedem Jahr genau gleich. 2021 haben wir das erste Mal Übersterblichkeit und es ist hauptsächlich in den älteren Jahrgängen. 2022, das ist die Zeit, als dann auch mehr junge Menschen und Kinder geimpft wurden, haben wir die stärksten Sterblichkeiten in den jungen Altersgruppen, also Jugendliche, junge Erwachsene. Und das ist ein tatsächlicher Skandal, obwohl natürlich aufgrund dieser Zahlen alleine die Kausalität nicht bewiesen werden kann. Also diese Zahlen können ja nur einen Zusammenhang vermuten lassen. Und man müsste jetzt weitere Untersuchungen machen, um hier genauere Erkenntnisse zu bekommen. Nämlich prospektive, also vorausschauende Beobachtungsstudien von Geimpften und Ungeimpften. Und diese Studien werden einfach nicht gemacht.
Dafür ist kein Geld da. Denn diese Forschung müsste finanziert werden. Das ist ja sehr aufwendig. Ja, aber solange nicht sicher durch bessere Studien ausgeräumt ist, dass die Impfung hier die Ursache ist, also kann ja sein, dass das ein Mischbild, das glaube ich übrigens, das ist ein Mischbild zwischen Impfschäden und Maßnahmenfolgen. Ja? Also die Mortalität ist wahrscheinlich, die Übersterblichkeit ist wahrscheinlich nicht nur auf die Impfung zurückzuführen, sondern auch auf die Maßnahmen. Also Lockdown, die psychischen Probleme und so weiter, das macht auch, das mag auch diese Übersterblichkeit mit verursachen. Ja? Pflegeprobleme bei älteren Menschen und so weiter, Personalmangel im Pflegeheim und so weiter. Das mag alles eine Rolle spielen, aber solange nicht sicher ausgeschlossen ist, dass der Impfstoff hier unschuldig ist, darf keiner mehr geimpft werden. Das ist einfach vollkommen unethisch und nach jedem ärztlichen Verständnis und Berufsethos unhaltbar. Ja, also die Impfungen sind weder effektiv noch sicher, das wissen wir heute, und sie verhindern weder die Weitergabe der Infektion noch die Krankheit. Ob sie vor schweren Verläufen schützen, halte ich mal für sehr unwahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es keine Studien, die das belegen. Was wir auf jeden Fall wissen, dass das Immunsystem geschädigt wird durch die Impfung, denn die mehrfach Geimpften kriegen öfter Covid als die Ungeimpften. Die Rate schwerer Nebenwirkungen ist so eklatant hoch, dass diese Impfung längst vom Markt genommen werden müsste. Und dass jetzt nach wie vor das nationale Impfgremium diese Impfung empfiehlt. Wir haben jetzt gerade kürzlich, und auch die Fachgesellschaften, ja, wir haben jetzt gerade kürzlich einen Brief an die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde geschrieben, an den Vorstand. Wir haben um eine Stellungnahme gebeten, wieso sie sich nicht gegen die Kinderimpfung wenden. Denn die Kinderimpfung ist nun das ist der Gipfel. Denn Kinder sind durch Covid nicht betroffen, sie haben keine schweren Covid-Verläufe. Also Kinder, die an Covid verstorben sind, kann man an einer Hand zählen. Und die hatten alle schwere Vorerkrankungen, Leukämie oder irgendwas. Kinder haben keinen Nutzen durch diese Impfung. Sie schützen auch nicht ihre Großeltern damit. Also warum soll man Kinder diesem Risiko aussetzen? Und wir bekamen eine Antwort, die war einfach nur lapidar. Ja, das nationale Impfgremium empfiehlt das halt. Ja, aber Leute, ihr müsst doch ein bisschen selber denken. Das kann doch nicht sein, dass das nationale Impfgremium ist doch nicht das Evangelium. Wenn die Unsinn empfehlen, dann muss doch in der Ärzteschaft ein Aufschrei kommen und sagen, Leute, was ihr da oben empfiehlt, ist von der Evidenz her nicht haltbar und wir empfehlen das unseren Patienten nicht. Aber aus der Ärzteschaft kommt nur Schweigen. Da gibt es nur die wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich, die als einsamer Rufer in der Wüste agiert und dafür dann wieder Disziplinardrohungen von der Ärztekammer bekommt. Die WHO-Empfehlungen in dieser Pandemie waren jedenfalls durchgehend. Ja, ich habe da überwiegend, da war ich noch sehr, jetzt bin ich ein bisschen emotional, die waren durchgehend falsch. Wieso sollte ich so einer Organisation mehr Macht einräumen? Jetzt habe ich vergessen, dir Bescheid zu geben. Ich sollte ihm 5 Minuten vor der Pause Bescheid geben. Aber jetzt bin ich schon bei der Pause. Dieser Organisation dürfen wir nicht mehr Macht einräumen. Es ist ein absolutes No-Go. Diese Organisation ist nicht unabhängig, sie ist nicht demokratisch legitimiert und die hat uns ins Unglück getrieben. So, damit machen wir eine Pause und machen wir jetzt dann weiter mit den Grundlagen für diese neuen WHO-Verträge.
Genau, wir machen am 21.05 weiter. Wer irgendwelche Flyer braucht zum Krisensicherheitsgesetz oder zur WHO, bitte gerne bei mir. Wer kostenlose MFG-Bundle, so gelbe, also weiße Bänder haben möchte, gibt es auch bei mir. Danke. Und hier auf dem Tisch liegen auch ich habe ein paar Bücher von mir, die Angst- und Lügenpandemie, mitgebracht. Wer da eines erwerben möchte, 20 Euro kostet es. Und ich bin auch gerne bereit, es zu signieren. Passt! So! Wir sind wieder zurück aus der Pause. Dankeschön. Also als erstes möchte ich mich einmal bedanken für den Landesvorstand von Salzburg. Stellvertretend dazu haben wir heute ein paar Leute da. Die Christine Backer zum Beispiel. Die ist gerade so dermaßen. Hallo Christine. Darfst ruhig aufstehen. Dankeschön fürs Kommen. Landesvorstand Salzburg. Der Gerald Meyer ist hier gerade nicht, ist er gerade draußen. Der Gerald ist gerade nicht da. Marketing ist auch da. Stellvertretend für den Bundesvorstand der MFG haben wir heute ein Mitglied vom Bundesvorstand, die Karin Waldbrand, da. Herzlich willkommen. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. Aber jetzt möchte ich zwei Leute rausholen, ohne die das heutige Event gar nicht stattfinden hat können. Zwei Leute, die sich die letzten drei Monate richtig in den Arsch aufgerissen haben. Liebe Josefine Hoffmann, kommst zu uns. Und gleichzeitig auch ein Robert Miklosevic, der es gerade noch reingebracht hat. Die zwei haben, Josefine, darfst gern kommen. Die zwei haben in den letzten Monaten wirklich großartig geleistet. Die haben mich unterstützt, wo es nur gegangen sind. Die haben das heutige Event mitorganisiert. Und dafür möchten wir sie recht herzlich bedanken bei euch. Dankeschön. Dankeschön. Zudem darf ich euch zu den nächsten Events einladen. Am 7. Dezember findet da wieder der monatliche Stammtisch statt. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, das ist jeweils der erste Donnerstag im Monat. Da treffen wir uns da in Obertrom beim Stammtisch. Sind da so 10 bis 15 Leute, recht gemütlich. Und seit heute fixiert, wir haben da auch eine Weihnachtsfeier für alle Mitglieder. Am 17. Dezember, und da haben wir ein Comeback, das was wir schon eine lange Zeit nicht mehr gehabt haben. Wir sind im Bands Café, also alle, die das kennen aus den Anfangszeiten der MFG. Wir kommen zurück in die Stadt beim Band im Café. Ja, zum heutigen Tag sprecht gerne mit Freunden oder mit Bekannten. Es sind jetzt heute 107 Menschen hier im Saal und wir würden sie wünschen, dass der ganze... Wir sagen immer, wenn ihr mit Freunden, mit Bekannten über das ganze Thema redet, dann haben wir einen Faktor 10, der da sitzt. Also haben wir über 1000 Menschen, die wir informieren können, alleine über die Veranstaltung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich euch ans Herzen legen. Zudem noch, auf die WHO-Flyer steht es eh schon drauf, wir haben ein Volksbegehren raus aus der WHO. Bitte, wer noch nicht unterschrieben haben, das sind momentan knapp 43.000, also wir brauchen noch den einen oder anderen, bis Jahresende habt ihr noch Zeit, raus aus der WHO. Auf der Gemeinde oder man kann es auch online unterschreiben. Die liegen schon seit fast einem Jahr auf, die Karre. Wenn ihr auf die Gemeinde geht, ihr müsst unbedingt dazu sagen, dass sie in der Unterstützungsphase ist, sonst schickt euch die Gemeinde teilweise wieder weg. Ja, also die ignorieren das und schicken euch wieder weg und sagen euch nicht, dass sie in der Unterstützungsphase ist, beziehungsweise vielleicht wissen sie es auch nicht. Dankeschön, also ein wichtiger Hinweis, Mörten, dass sie in der Unterstützungsphase sind.
Dann ein weiterer Hinweis, der Digitale Service Act von der Europäischen Union verbietet uns immer mehr Inhalte zu teilen. Also ich bin selber jetzt schon über 10 Mal mit Videos gesperrt worden und wir bitten darum, falls ihr irgendwelche Informationen haben wollt, meldet euch bei unserem Newsletter an, dann kriegt ihr eine E-Mail von uns oder geht auf unsere Telegram-Kanäle, die sind noch halbwegs sicher, wobei das muss man auch immer mit halbwegs sagen. Aber der Newsletter ist das sicherste, meldet euch beim Newsletter an, dort kriegt ihr die Informationen, weil teilweise gewisse Informationen, die wir nach außen tragen wollen, werden schon gesperrt. Von mir selber gibt es Visitenkarten, also falls irgendwer Kontakt mit mir halten möchte, falls irgendwer was wissen möchte, falls irgendwer in Salzburg engagieren möchte, jederzeit zu mir kommen, ich kann euch Visitenkarten geben. Und es gibt im Anschluss die Fragerunde, ich werde mit dem Mikrofon durchs Publikum rasen, bitte ein klares Handzeichen und wir werden dann die Fragen beantworten. Jetzt darf ich an Michael übergeben, der erklärt, was im WHO-Pandemievertrag steht. Bitte schön. Darf ich ganz kurz aufmerksam machen, der Roman filmt den ganzen Beitrag, also alles, was hier heute auf dem Bildschirm zu sehen war, was von Dr. Bronner und von Professor Dr. Sönigsen vorgetragen wurde, sehr guter Beitrag, für alle, die es interessiert, auf seinem YouTube-Kanal CryptoTV mit, und da kann man das dann in den nächsten Tagen, muss natürlich erst geschnitten und bearbeitet werden und so weiter, nachsehen. Das heißt, wenn ihr im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden habt, der ungläubig ist, oder ihr irgendein Detail nicht mehr mit einer Statistik am Kopf habt, dann könnt ihr auf dieses Video verweisen, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr als den Faktor 10. Dankeschön. Vielen lieben Dank dazu. Und dann gehe ich schon über zu Michael Bronner. Dankeschön. Ich komme jetzt zum wesentlichen Thema, zu den Rechtsgrundlagen für die geplanten Änderungen und dann steige ich in die WHO-Regelwerke ein und werde euch die wesentlichen Bestimmungen näher bringen. Wie Andreas Sönigsen schon gesagt hat, wir müssen 2 WHO-Regelwerke unterscheiden. Erstens sollen die internationalen Gesundheitsvorschriften, die IGV oder auf Englisch abgekürzt die IHR, International Health Regulations, geändert werden und andererseits soll ein Pandemievertrag abgeschlossen werden. Beide Regelwerke übertragen eine unumschränkte Macht an die WHO bzw. ihrem Generaldirektor. Eine Macht, wie sie sonst niemand auf der Erde hat. Ohne eine Verantwortlichkeit, ohne eine Kontrolle, ohne eine Überprüfungsmöglichkeit, eine Befehlsgewalt, eine Kontrollgewalt und eine Sanktionsgewalt. Wir gehen mit diesen WHO-Regelwerken in das düstere Mittelalter des Absolutismus wieder zurück. Man kann von einem Caesaropapismus sprechen. Es wird diktiert, was der Einzelne glauben soll. Es wird diktiert, wie der Einzelne handeln soll. Dass die österreichische Bundesregierung hat das Verhandlungsmandat an die EU-Kommission weitergegeben. Der Gesundheitsminister Rauch hat angegeben, dass er NGOs, Organisationen, Institutionen selbst bestellt hat, die solche Werke prüfen sollen. Das heißt, er selbst bestimmt, in welche Richtung eine solche Prüfung gehen soll. Die bisher unverbindlichen internationalen Gesundheitsvorschriften wurden 2005 beschlossen, sind 2007 in Kraft getreten und wurden 2008 in Österreich kundgemacht. Die WHO-Verfassung regelt die Zuständigkeiten der WHO-Gesundheitsversammlung. Die Gesundheitsversammlung ist unter anderem zuständig für die Bekämpfung von Pandemien, bei denen Krankheitserreger von Staat zu Staat getragen bzw. übertragen werden. Für die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften ist in der Gesundheitsversammlung die einfache Mehrheit erforderlich.
dann treten diese, ohne dass es einer nationalen Ratifizierung bedarf, nach 12 Monaten in den einzelnen Mitgliedstaaten in Kraft, es sei denn, ein einzelner Mitgliedstaat erhebt dagegen Widerspruch und Einspruch, ein sogenanntes Opting-out. Der Pandemievertrag bedarf in der Gesundheitsversammlung der WHO einer Zweidrittelmehrheit, um dann für das Inkrafttreten in den einzelnen Mitgliedstaaten der nationalen Ratifizierung. Das heißt für Österreich, wenn die internationalen Gesundheitsvorschriften, wovon auszugehen ist, im Mai 2024 in der Gesundheitsversammlung beschlossen bzw. abgeändert werden, dann muss eine Regierung binnen 10 Monaten dagegen ein Veto erheben, sonst treten sie in Österreich nach 12 Monaten in Kraft. Für den Pandemievertrag heißt das, dass dieser Pandemievertrag in Österreich einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat bedarf, also ein Verfassungsgesetz, und nach Artikel 44 Absatz 3 der Bundesverfassungsgesetze zwingend einer Volksabstimmung zuzuführen ist. Es hatte der Gesundheitsminister Rauch bereits jetzt bekannt gegeben, dass es in Österreich keine Volksabstimmung geben wird. Andreas Sönnigsen hat es schon bereits gesagt, die Grundlagen, warum es zu der Änderung der Gesundheitsvorschriften kommen soll, beziehungsweise zum Abschluss eines Pandemievertrages, ist eine globale Pandemie gewesen, die eine enorme Todesrate verursacht haben soll. Diese Prämisse ist falsch. Es gab nie eine globale Pandemie und der PCR-Test, der sie hätte beweisen sollen, ist für diagnostische Zwecke nicht zugelassen. Die Mortalitätsrate, und das sagte bereits Professor Ioannidis, Anfang der Corona-Krise lag bei rund 0,14%. Die weitere Prämisse ist, dass die Staatengemeinschaft desaströs versagt hätte. Sie wäre auf diese Pandemie nicht vorbereitet gewesen. Auch das ist falsch, weil es gab nie eine Pandemie. Diese Pandemie hatte die Auswirkungen und die Qualität einer saisonalen Grippe. Die nächste Prämisse, auf die sich die Änderung dieser Gesundheitsvorschriften stützt, ist, dass diese Corona-Krise, diese Pandemie verheerende Folgen auf das Gesundheitswesen gehabt hätte, dass die Gesundheitssysteme wären zusammengebrochen, es hätte langfristige Erkrankungen gegeben und wie gesagt, viele Todesfälle. Auch diese Prämisse ist falsch. Wenn es eine Überlastung von Gesundheitssystemen gegeben haben sollte in einzelnen Ländern, dann hatte das andere Ursachen und es war nur regional bedingt. Selbst der seinerzeitige Gesundheitsminister Mückstein musste im Februar 2022 über Anfrage des Verfassungsgerichtshofes zugeben, es gab in Österreich nie eine Überlastung des Gesundheitssystems. Nun zu den einzelnen Regelungen, wobei ich die Änderungen der Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag gleichzeitig behandeln werde. Beide Werke überschneiden sich bzw. ergänzen sich bzw. verdeutlicht das eine Werk das andere Werk in verschiedenen Bereichen. Es wurde immer wieder behauptet, diese Regelungen wären doch gar nicht verbindlich. Ich habe diese Falschmeldung, diese Fake News in verschiedenen Systemmedien gelesen. Das ist falsch. Diese Regeln sind verbindlich, wenn sie in Kraft treten. In Artikel 1 hat es zunächst geheißen, bei der alten Fassung, es gibt nicht verbindliche, befristete Empfehlungen
und es gibt nicht verbindliche, ständige Empfehlungen. Das nicht verbindlich wurde bei beiden Empfehlungen gestrichen. Es sind diese zeitlich befristeten oder ständigen Empfehlungen verbindlich, was sich auch aus Artikel 13a Absatz 1 der IHR ergibt. Dort heißt es, die Staaten haben die WHO als führende und koordinierende Instanz bei Gesundheitsnotständen anzuerkennen und in ihren Vorgaben zu folgen. Sie haben zu folgen, heißt es hier. Die WHO wird die zentrale, entscheidende und koordinierende Autorität, der die ausschließliche Deutungshoheit über die Wissenschaft zuerkannt wird. Alle Staaten haben nach dem Entwurf, ihre Gesundheitssysteme auszubauen und Gesetze, Verordnungen sowie Verwaltungshandeln vorzusehen, um Pandemiefrüherkennung, Pandemievorsorge und Gegenmaßnahmen zu treffen. Der Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages vom 12.05.2023 sieht ausdrücklich vor, darauf hinzuwirken, dass die Bemühungen der WHO, den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise und des Biodiversitätsverlustes unter Anwendung des One Health-Ansatzes vorzubeugen, voll mitgetragen werden. Früher waren es die Risiken für die öffentliche Gesundheit, die es zu bekämpfen galt. Jetzt gilt es zu bekämpfen, jegliche Auswirkungen für Risiken auf die öffentliche Gesundheit. Daher wird auch eine Klimakrise, eine ökologische Krise oder ein Rückgang der Artenvielfalt als eine Krise für die öffentliche Gesundheit angesehen. Das heißt, jede Krise kann nach den WHO-Regelwerken zum Gesundheitsnotstand erklärt werden. Und das hat auch bereits die österreichische Ärztekammer zum Anlass genommen. Mir wurde ein Brief von einem Arzt vorgelegt, wo die Ärztekammer bereits schreibt, die Klimakrise müssen wir bewältigen, weil sie zur Gesundheitskrise wird. Das Narrativ von der Klimakrise, vom behaupteten menschengemachten Klimawandel wird hier zur Gesundheitskrise im Rahmen des One Health Ansatzes und damit zur Legitimation, zur Anordnung jeglicher Maßnahmen. Der WHO-Generaldirektor kann, wenn es einen potenziellen oder aktuellen Gesundheitsnotstand gibt, wobei er selbst bestimmt, was ein Gesundheitsnotstand ist, einen sogenannten Gesundheitsnotstand, einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Einen sogenannten Public Health Emergency of International Concern, einen sogenannten FEIC. Auch wenn es nur ein möglicher Gesundheitsnotstand ist. Er braucht sich nicht zu rechtfertigen. Er kann aber auch einen Gesundheitsnotstand als Zwischenwarnung ausrufen. Ebenso kann er Maßnahmen anordnen zur Pandemievorbeugung, zur Pandemievorbereitung, selbstverständlich dann zur Bekämpfung einer Pandemie, und ebenso kann er Maßnahmen anordnen, wenn die Pandemie vorbei ist, um die nächste Pandemie zu verhindern. Das heißt, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir werden in einen ständigen Krisenmodus kommen, der länger als 3 Jahre, wie die Corona-Krise gedauert hat, andauern wird. Das steht im Belieben der WHO bzw. ihres Generaldirektors. Wie ich gesagt habe, die Pandemievorsorge wird mit dem nicht zu hinterfragenden und vom Menschen gemachten Klimawandel verknüpft. Ökologische Krisen werden als Ursachen für Pandemien gesehen. Und was für Maßnahmen kann
der Generaldirektor dann anordnen, all das und noch mehr, was wir aus der Corona-Zeit ja bereits kennen. Einreiseverbote, Kontrollen der Reiserouten von Personen, Kontrollen der Routen des Warenverkehrs, Quarantäneanordnungen, Anordnungen zum Maskentragen, Anordnungen zu Tests, Labornachweisen bis hin zu einer Impfpflicht. Es soll ein digitales Impfzertifikat eingeführt werden, gleichsam als die Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Das, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben, ist meines Erachtens eine Kindergeburtstagsparty gewesen im Vergleich zu dem, was nach 2025, nach Mai 2025 beziehungsweise Ende 2025 spätestens dann auf uns zukommen soll. Das alles ist natürlich mit der staatlichen Souveränität nicht vereinbar. Nicht vereinbar mit den Grund- und Freiheitsrechten. Daher stehen diese Regelwerke in einem unlösbaren Widerspruch zu den Menschenrechten und zur Würde des Menschen, die aber hier keine Rolle mehr spielt, weil die Menschenrechte werden eliminiert. Es heißt dann in den Regelwerken, Einschränkungen der Würde des Menschen, der Menschenrechte und Grundfreiheiten sind möglich, wenn sie erforderlich, nicht diskriminierend, geeignet und verhältnismäßig sind. Damit werden Menschenrechte, Menschenwürde und Grundfreiheiten durch unbestimmte Gesetzesbegriffe ersetzt. Und welchen Wert diese unbestimmten Rechtsbegriffe haben, haben wir 3 Jahre am eigenen Leib erfahren. Was heißt es, wenn sie erforderlich sind, geeignet sind, verhältnismäßig sind? Darunter kann man alles und nichts verstehen. Damit kann man jede saisonale Grippe zu einem internationalen Gesundheitsnotstand erklären. Im Artikel 3 der IHR sind aber bereits die Menschenrechte überhaupt gestrichen worden. Es heißt, stattdessen sollen Einschränkungen während einer Pandemie auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichheit, der Inklusivität, der Kohärenz und im Einklang mit ihrer gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung der Vertragsstaaten erfolgen. Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann sind Sie nicht unbegabt. Ich habe es auch nicht verstanden. Es heißt im Prinzip, es können die Grundrechte immer eliminiert werden und das hatte bereits seinen Eingang in die internationalen Gesundheitsvorschriften gefunden. Die WHO plant aber auch ein globales Lieferketten- und Logistiknetzwerk für medizinische Produkte, für Impfungen und für alles, was mit der Pandemiebekämpfung zu tun hat. Und dieses Netzwerk, das gilt auch zwischen den Pandemien, wenn es überhaupt noch ein Zwischen der Pandemien geben wird. Das heißt, die WHO bestimmt, welche medizinischen Produkte zugänglich sind, wer sie erzeugt und wer sie abnehmen soll, nämlich die Staaten. Und wer das alles bezahlen soll für die Pharma-Lobby und für die dahinterstehenden Globalisten und Milliardäre, ist klar, die Bevölkerung eines jeden Landes. Die Zulassungsprozesse für pandemiebezogene Produkte werden beschleunigt. Denken wir nur an die Covid-19-Injektion, die experimentell war und nur bedingt zugelassen wurde. Solche Prozesse sollen in Zukunft beschleunigt werden. Es ist vorgesehen,
dass im Fall einer Pandemie Kommissionen eingesetzt werden. Beispielsweise ein Notfallkomitee. Die Personen dafür sucht sich der Generaldirektor natürlich selbst aus. Es ist auch vorgesehen, dass die WHO Komitees in die einzelnen Länder entsendet, die dort überprüfen, ob die Maßnahmen eingehalten werden bzw. Empfehlungen abgeben, damit sie eingehalten werden. Wenn eine nationale, internationale Gesundheitsvorschriftenagentur in einem Land ein Gesundheitsrisiko bzw. einen Gesundheitsnotstand feststellt, dann hat das betroffene Land binnen 24 Stunden diesen medizinischen, gesundheitlichen Notstand zu bewerten und der WHO zu melden. Die WHO wird dann innerhalb von 24 Stunden ihre Hilfe, ihre Zusammenarbeit anbieten. Sprich, sie wird Maßnahmen verordnen. Wenn der betroffene Staat dann nicht bereit ist, diesen Empfehlungen, dieser Zusammenarbeit, diesen Maßnahmen zu entsprechen, dann wird die WHO eine neuerliche Empfehlung abgeben, eine dringendere Empfehlung, dass der Staat sich daran halten soll und alle anderen Mitgliedstaaten verständigen, dass sich dieser Staat daran nicht halten möchte. Die WHO wird ihre Sanktionsrechte auf wirtschaftlicher Basis durchzusetzen wissen. Das alles aber muss natürlich gepaart werden mit einer Informationssperre. Daher erhält die WHO auch die absolute Deutungshoheit, die Wahrheits- und Informationskontrolle. In Gesundheitsfragen heißt es in Artikel 44 IHR, die Vertragsstaaten arbeiten zusammen, um der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie über Präventions- und Antiepidemie-Maßnahmen in den Medien, in sozialen Netzwerken und über andere Wege der Verbreitung solcher Informationen entgegenzuwirken. Das ist wieder hier eine Maßnahme, die verpflichtend ist. Daher jeder, der sagt, diese Regeln werden nicht verpflichtend, der irrt. Falsche und irreführende Darstellungen, wobei die WHO bestimmt, was falsch und irreführend ist, sollen bekämpft werden, letztlich verfolgt werden. Und damit wird ein Wahrheitsministerium in Gestalt der WHO geschaffen. Jedwede andere Meinung, die der Deutungshoheit der WHO widerspricht, ist verboten und zu verfolgen. Damit ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Grundrecht auf Freiheit der Lehre und der Wissenschaft, der Zensurfreiheit, der Pressefreiheit, das alles sind dann Relikte der Vergangenheit. Ich darf es kurz zusammenfassen. Der One Health-Ansatz der WHO führt zur Integration des Narrativs vom Klimawandel zur Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Der WHO-Generaldirektor erhält ein absolutes Notstandsrecht, ohne dass er kontrolliert wird und ohne dass er Rechenschaft ablegen muss und ohne dass seine Maßnahmen überprüft werden können. Damit wird den Interessen der Pharmalobby von Milliardären, die die WHO sponsern, alle Türen geöffnet. Es gibt keine definierten Kriterien für die Ausrufung und Beendigung eines Gesundheitsnotstandes. Die Entscheidung darüber wird einer supranationalen Organisation, die von keinem Bürger dieser Welt demokratisch gewählt wurde, übertragen. Es gibt das Notfallskomitee, wie gesagt, das der Generaldirektor
selbst bestellt, aber auch dieses Notfallkomitee unterliegt keinem Rechtfertigungszwang im Gegensatz zu den einzelnen Staaten. Und damit droht ein permanenter Krisenmodus. Wie ich gesagt habe, vor der Pandemie ist nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Medizinische und virologische Erkenntnisse werden so, wie es der WHO gefällt, gestaltet. Es werden Interessensgemeinschaften aufgebaut werden, dahinter stehen finanzstarke Machteliten, die zusehends reicher und mächtiger werden, auf Kosten der Bevölkerung, die letztlich verarmen wird. Und jeder Staat ist auch verpflichtet, in den Zeiten der Nicht-Pandemie seine Gesundheitssysteme auszubauen, das heißt medizinische Produkte einzukaufen, wie von der WHO vorgegeben, und das auf Kosten eines jeden einzelnen Bürgers. Das heißt mit anderen Worten, man wird Millionen an Impfungen für irgendwelche Pandemien, mögliche Pandemien einkaufen und die Milliardenbeträge zahlen alle sie. In die Beratungen und Verhandlungen ist die Bevölkerung selbstverständlich nicht eingebunden. Sie werden eines Tages vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Wir als Rechtsanwälte für Grundrechte haben bereits die 183 Abgeordneten im Nationalrat angeschrieben und in einem Rahmen eines Fragenkataloges sie unter anderem gefragt, wie sie denn die staatliche österreichische Souveränität angesichts solcher Regelwerke sicherstellen wollen. Die Antwort war so gut wie keine. Daraufhin haben wir vor wenigen Tagen ein neuerliches Schreiben abgeschickt. Die Antwort von Gesundheitsminister Rauch war: Wir verhandeln ja erst über diese Regelwerke. Es ist ja alles nur ein Entwurf und wir wissen ja gar nicht, was eines Tages beschlossen werden wird. Daher können wir heute keine Stellungnahme abgeben. Es wird beschlossen werden und dann wird die Bevölkerung möglicherweise informiert, zumindest aber eines Tages zwangsbehandelt. Und so wird hinter verschlossenen Türen unsere Demokratie und unser Rechtsstaat beerdigt. Diese WHO-Regelwerke verstoßen gegen das EU-Recht, gegen den EU-Vertrag, gegen den UN-Sozialpakt, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, gegen unsere Grund- und Freiheitsrechte, gegen das deutsche Grundgesetz und vor allem gegen die Würde des Menschen, die unverletzlich ist. Ich möchte jetzt noch einen kurzen Einblick geben in die von der WHO und der UNO geplante Frühsexualisierung unserer Kinder. Wenn Sie dazu Material lesen, MFG hat sehr viel in den Kanälen verbreitet, sehr viel ist auf der Homepage zu finden. Es gibt ja auch einen ausgezeichneten Flyer. Kinder sind keine Sexspielzeuge. Informieren Sie sich, es ist ganz wichtig. Und wenn Sie das alles lesen und hören, man staunt nicht nur, man hält es ja gar nicht für möglich. Der offizielle Leitfaden für Grundschulen auf der ganzen Welt heißt International Technical Guidance on Sexuality Education. Das erklärte Ziel ist es, Seite 16, Kinder zu befähigen, sexuelle Beziehungen zu entwickeln. Kinder. Kindern soll geholfen werden, Beziehungen zu romantischen oder sexuellen Partnern aufzubauen. Können Sie lesen auf Seite 17. Wörtlich heißt es, diese Fähigkeiten können Kindern helfen, Beziehungen zu Sexualpartnern aufzubauen. Es ist für eine Kultur, für eine zivilisierte Kultur wohl selbstverständlich, dass wir Pädophilie nicht dulden werden
und Pädophilie dem Kindeswohl entgegengesetzt ist. Trotzdem ist es Ziel der UN-Agenda 2030, die Frühsexualisierung unserer Kinder durchzuführen. Die Erzieher werden im Dokument angewiesen, kleinen Kindern ab dem Alter von 5 Jahren das Küssen, Umarmen, Berühren und sexuelle Verhaltensweisen beizubringen. 9-jährige Kinder sollen über Selbstbefriedigung, sexuelle Anziehung und sexuelle Stimulation unterrichtet werden. Die WHO legt auch einen genauen Zeitplan für die sexuelle Entwicklung unserer Kinder fest. Sogenannte Standards für die Sexualerziehung in Europa. Kinder zwischen 0 und 4 Jahren müssen etwas über Selbstbefriedigung lernen und ein Interesse entwickeln, ihren eigenen Körper und den Körper anderer zu genießen. Kinder zwischen 0 und 4 Jahren. Kinder zwischen 4 und 6 Jahren müssen etwas über Selbstbefriedigung lernen und ermutigt werden, ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche selbstbewusst zu äußern. Kinder zwischen 6 und 9 Jahren müssen über Geschlechtsverkehr, Online-Pornografie, heimliche Liebe und Selbststimulation aufgeklärt werden. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren sollen ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, mit der geschlechtlichen Orientierung experimentieren. Bin ich Bub, bin ich Mädchen, bin ich divers oder bin ich pervers? Und sie sollen wiederum lernen, Online-Pornografie zu nutzen. Mit einer solchen Frühsexualisierung unserer Kinder soll Pädophilie salonfähig gemacht und aus dem Strafgesetzbuch eliminiert werden. Das damit angestrebte Ziel ist die Zerstörung der Familie, der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft in der bisherigen Struktur. Es ist unvorstellbar für mich, welches Leid unseren Kindern damit angetan werden soll. Die Familie ist der Hort, ist die Geburt unserer Gesellschaft. In der Familie müssen unsere Kinder geborgen aufwachsen, damit sie zu reifen und mündigen Menschen heranwachsen. Aber genau das wollen Globalisten nicht. Sie wollen keine mündigen und reifen Menschen, sie wollen Sklaven, die sie ausbeuten können. Und wird diese Familie, diese kleinste Zelle, untergraben und zerstört, implodiert unsere Gesellschaft und werden ihre Werte an der Wurzel vernichtet. Und genau das ist das Ziel der globalistischen Agenda, deren Akteure wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates schonungslos zur Verantwortung ziehen müssen. Was können wir dagegen tun und was müssen wir dagegen tun? Wir müssen dagegen aufstehen. Wir können es und werden es nicht zulassen, dass unsere Demokratie, unser Rechtsstaat, unsere Familie in der Wurzel zerstört wird, unsere Kinder noch mehr psychisch geschädigt werden, als sie schon durch die Corona-Maßnahmen geschädigt worden sind. Wichtig ist, wir müssen uns selbst informieren und wir müssen diese Informationen an andere weitergeben. Ich habe hier beispielsweise den Flyer schon gezeigt über die Frühsexualisierung. Es gibt Flyer über WHO und Krisensicherheitsgesetz. Nehmen Sie diese Flyer mit, verteilen Sie diese Flyer, reden Sie in der Familie, mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten, im Arbeitskreis. Das Wichtigste ist die Aufklärung. Ein aufgeklärter und informierter Mensch kann nicht bezwungen werden. Bezwungen kann nur ein Mensch werden, der nicht aufgeklärt ist,
der in einem Dämmerschlaf dahin sinkt. Wir müssen die anderen Menschen aufklären, das ist nicht nur unser Recht, es ist auch unsere Pflicht. Informieren Sie. Informieren Sie auch Ihre regionalen Vertreter, politischen Vertreter in den Gemeinden. Viele wissen es nicht. Gehen Sie zu ihnen hin, reden Sie mit ihnen, geben Sie ihnen einen Flyer in die Hand, setzen Sie sich in Gemeinderatssitzungen, soweit sie öffentlich sind, hinein und bringen Sie das Thema in die Kommunen. Schreiben Sie Bezirkshauptmannschaften an oder gehen Sie dorthin und klären Sie auf. Klären Sie auf, auch die Landesregierungen und auch Ihr Personal, die für Sie letzten Endes tätig sein müssen. Je mehr Information weitergegeben wird, desto größer ist die Wirklichkeit, dass wir das alles verhindern werden. Schreiben Sie an die Nationalratsabgeordnete, auch wenn Sie keine Antwort bekommen, aber bombardieren Sie sie mit Ihren Stellungnahmen, denn wenn Sie schon nicht reagieren wollen, dann werden Sie zumindest informiert und Sie können Ihnen gehörigst auf die Nerven gehen. Und dann können sich all diese Entscheidungsträger nicht darauf ausreden, dass sie nichts gewusst hätten. Sie haben es gewusst. Informieren Sie sie, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden können eines Tages. Und wir werden sie eines Tages dafür im Sinne des Rechtsstaates und der Demokratie verantwortlich machen. Es müssen sich alle Gruppen und Organisationen, die rechtsstaatlich denken und handeln, zusammenschließen. Es darf keine Antipathie mehr geben. Der kleinste gemeinsame Nenner, Demokratie und Rechtsstaat, ist unser Ziel und ist unsere Verbindung untereinander. Schließen Sie sich mit anderen Menschen zu Gemeinschaften zusammen. Wenn Sie mehrere sind, sind Sie immer stark. Es darf nicht mehr um das eigene Ich gehen. Das eigene Ich hat nichts mehr verloren. Es geht um unsere Gesellschaft und es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und dazu sind wir verpflichtet, ihnen eine Welt zu hinterlassen, die für sie lebenswert ist. Und wenn Sie selbstbewusst sind, dann sagen Sie, nein, ich mache nicht mit. Wer mitmacht, der macht sich schuldig. Wer schweigt, der macht sich schuldig. Wer nichts tut, der macht sich schuldig. Wir sind aufgerufen, aufzustehen und gegen diesen Irrsinn mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben, anzukämpfen. Gehen Sie auf die Straße, demonstrieren Sie für unsere Rechte. Die Globalisten fürchten nichts mehr als die Einheit des Volkes. Wir werden es nicht zulassen, als die 95% der Weltbevölkerung, dass wir von einer Minderheit von Soziopathen beherrscht und regiert werden. Aber der bekannte Rechtsphilosoph und Staatsrechtler Gustav Radbruch hat die Radbruchsche Formel geprägt. Er lebte von Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Er sagte, dass ein unerträglich ungerechtes Gesetz nie Normengeltung erlangen kann. Ein Gesetz, das die Würde des Menschen verletzt, die Würde, die unantastbar ist, kann keine Normengeltung erlangen. Es gibt eine rote Linie und diese rote Linie sind unsere Grund- und Freiheitsrechte, unsere Würde. Die darf niemand, kein Politiker, kein Mensch auf dieser Erde und schon gar nicht die WHO überschreiten.
Das Problem ist nicht der zivile Ungehorsam, das Problem ist der zivile Gehorsam. Sie sind selbstständig und Sie sind mündige Bürger. Stehen Sie auf und sagen Sie zu Unrecht Nein. Der passive Widerstand, der friedliche Widerstand, der führt in den meisten Fällen zum Erfolg. Und wenn wir viele sind, dann sind wir unschlagbar. Und dann werden wir all jene, die das Unrecht angetan haben, zur Verantwortung ziehen. Das sind wir allen Opfern und uns selbst schuldig. Ich danke Ihnen. Wir haben es geplant, dass wir eine Diskussionsrunde machen. Genau. Bevor wir zur Diskussionsrunde kommen, der Michael hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, dass er im Januar wieder nach Salzburg kommen wird und uns für die Kommunalwahlen unterstützen wird. Wir werden schauen, dass wir Veranstaltungen in der Stadt Salzburg hinbekommen. So, und jetzt... Und jetzt bitte Handzeichen, wer eine Frage hat, ich komme gerne hin. Und Sie, Herr Doktor, können noch schlafen auf das Auge? Ich also, könnte es nicht. Nachdem das eine Frage war, gearbeitet haben, bitte. Er möchte sie auch beantworten. Ich schlafe ohne Schlafmittel und habe einen sehr gesunden Schlaf. Und ich bin grundsätzlich ein Optimist und ich bin der Überzeugung, dass wir es schaffen werden. Denn bereits eine Minderheit von bis zu 10%, wenn sie überzeugt ist, kann den Systemwandel positiv vorantreiben und durchsetzen. Der Widerstand ist bereits zu groß, als dass all diese Agenten durchgesetzt werden können. Es werden die Schäden, die Impfschäden und Impftoten immer mehr und mehr und sie können nicht mehr verschwiegen werden. Das Volk ist mit den Regierungen mehr als unzufrieden. Regierungen in Österreich oder Deutschland sind ja nicht einmal mehr annähernd von einer Mehrheit getragen. Der WHO-Pandemievertrag gibt das seine wieder, die Frühsexualisierung der Kinder, wenn man diese Informationen weiterträgt. Ich bin überzeugt, und das hat ja auch bereits eine Sprecherin des WEF gesagt, dass die Globalisten mit ihrer Agenda zunehmend gescheitert sind. Bis heute